Sind wir jetzt live? Ja. Jetzt? Ja. Einfach so? So ein bisschen. Okay. Hallo Werkzeugfans. Willkommen bei GoTools TV. Ja. Ich wollte gerade werkzeugfrei live sagen, aber das ist ja Quatsch. Nee. Hallo Leute. Willkommen hier heute beim Bosch Pro Weekend Sale, der Sendung mit 60% Rabatt. Jetzt nochmal andere Rabattzahlen. Ja, kommen wir gleich dazu. schön, dass ihr alle da seid. Ich bin da, Sandra ist da. Leute hinten sind da, die uns unterstützen und helfen. Vielen Dank auch mal an die Leute hinter der Kamera. Ja. Was denn? Die sind nur hier wegen dem Freibier. Es gibt heute Freibier? Aber das ist eine andere Geschichte. Nein, schön, dass ihr da seid. Ich sehe gerade rund 1700 sind da. Und ich kann euch sagen, wir machen mal ganz kurz einen Refresh hier. Genau, 1700 von euch sind da, aber... ich mag von euch 1300 nicht, weil 1300 von euch haben nicht auf den Like-Button gedrückt. Also bitte alle mal jetzt auf den Like-Button drücken, dann gibt es vielleicht auch 61% Rabatt. So, aber warum spreche ich Rabatte, Rabatte, Rabatte? Wir haben den Bosch Pro Weekend Sale. Das heißt, wir haben jetzt... Ich bin in dem GoTools Livestream und bekomme im GoTools Livestream GoTools Werbung. Sehr gut. Okay, also, worum geht es hier heute? Wir haben den Bosch Pro Weekend Sale. Das heißt, 16 Angebote, ja. 20% Rabatt. Das ist das Hauptthema und das gucken wir uns heute an. Ich bin ein bisschen irritiert, welche Kamera gucke ich eigentlich gerade? Rechts, links, dahin? Ja. Ah, okay. 16 Angebote, 20% Rabatt. Aber heute hier im Live gibt es eine andere Aktion, nämlich ihr könnt heute ein Akkugerät kaufen. Nein, heute hier im Live könnt ihr Folgendes machen. Beim Bosch Pro Weekend Sale gibt es einen Code, der heißt GT Pro. Damit könnt ihr die 20% euch auf diese 16 Angebote sichern. Aber hier im Live macht ihr das nicht. Ihr nehmt den Code GT Live. Denn wenn ihr mit diesem Code und jetzt shoppt, und zwar, wenn ihr etwas kauft zwischen jetzt und Ende der Live-Show, das ist ganz wichtig, dann werden wir Folgendes machen. Wir werden immer sukzessive mal jemanden raussuchen, auslosen, der auf seinem kompletten Warenkorb alles, was er gekauft hat, nochmal 50% Rabatt bekommt. Das heißt, wenn wir jetzt mal addieren, du hast jetzt meinetwegen für theoretisch 100 Euro was gekauft, dann bekommst du ja 20% Rabatt, bist schon noch bei 80. Und von den 80 bekommst du nochmal 40 wieder, ergo, du hast 60 Euro Rabatt bekommen, ergo 60%. Du kannst aber auch Folgendes machen. Wenn du heute hier beim ProTier sagst, oh cool, 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 dann schau dich einfach um, nimm eins der 16 Angebote und kaufe dieses gerne. Dann bist du jetzt hier im Live dabei. Aber wenn du sagst, ja, aber eigentlich brauche ich ja noch das, 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 dann kannst du gerne Folgendes machen. Du kannst auch ganz andere Artikel, viel mehr Artikel in den Warenkorb reinbringen. Und dann hast du jetzt hier die Chance, auch nur im Live, wenn du mit dem Code GTLIVE diesen Warenkorb abschickst, aber mindestens einen Artikel drin hast aus dem Bosch ProTier, dann werden wir trotzdem das mit dazu zählen und dann bekommst du da drauf 50%. Das heißt also, du kannst wirklich, also 5 von euch können heute richtig grinsend rausgehen, denn sie bekommen die Hälfte ihres Warenkorbs zurück. Wenn das mal nichts ist, ja? Logik. Aber ich habe von Christian, unserem Christian, dem echten Werkzeugfan, gerade gemeldet bekommen, es kann sein, dass nicht jeder sofort alle Angebote sehen kann. Wir haben nämlich festgestellt, es gibt bei manchen Browsern Probleme. Wir arbeiten dran, das geht ganz fix. Genau, da kann ein paar Minuten dauern, bis ihr alle Angebote angezeigt bekommt. Keine Sorge, einfach hier beibleiben, gucken, machen, tun, alles gut. Ja? Genau. Wenn ihr zwischendurch vielleicht einfach einen zweiten Browser mit dem Handy oder so shoppen geht, dann seid dabei und wir wünschen jedem von euch viel Glück, dass ihr die 50% bekommt. Ja? Und ich finde, 5 mal 50% hier im Live heute, das ist schon eine coole Sache und im Zweifel wird das sehr teuer für uns. Aber wir werden ja sehen, was Sache ist. Einige haben schon übrigens schon geschrieben, der Grill ist nicht an. Danke dafür. Ja, das stimmt. Schön, dass er nicht an ist. Ihr seht ja auch hier, die Akkuanzeige ist nicht an. Wir haben hier unseren Akkugrill, den GWG, wie heißt der nochmal, 18V14 für 1400 Watt in Kooperation mit WMF erstellt. Den gibt es heute auch im Angebot. Definitiv. Ja, aber wir konnten leider keine 20% Rabatt machen, sondern nur 19%, kennt ihr von Merch. Genau. Nein, Spaß. Das ist ja unser Gerät, was wir bei unserem April-Scherz benutzt haben.
Und haben einige ja gesagt, Mensch, hier, da ist ja dieselbe Aktion wie letztes Jahr mit Makita gewesen. Ja, nicht ganz. Wir haben uns deutlich mehr Mühe gemacht, haben wirklich versucht, eine kleine Story draus zu bauen und so weiter. Und hatten einen echten funktionierenden Akkugrill hier und haben ja auch wirklich drauf gegrillt. Also das, was ihr im Video gesehen habt, war wirklich grillgut und der Burger war richtig. Oh, der Burger. Das ganze Haus hat gerochen. Oh, jetzt habe ich richtig Hunger, Leute. Jetzt habe ich richtig Hunger. Ja. Okay, was machen wir heute aber in dieser Sendung? Wir gucken uns jeden einzelnen jedes einzelne Angebot an. Also alle 16 Geräte schauen wir uns hier an. Bei allen 16 Geräten sage ich euch, ob der Pro-Deal auch noch gilt. Ja. Dann schauen wir uns das auch nochmal an. Und ihr könnt Fragen stellen. Das heißt, ihr könnt Fragen stellen. Sondern es ist dafür da, eure Fragen zu nehmen. Und dann beantworten wir zusammen eure Fragen. Genau. Das heißt aber nochmal für euch im Detail. Ihr könnt also wirklich jetzt Folgendes machen. Ihr könnt jetzt hier im Bosch Pro Weekend Sale, der übrigens bis Montag 23.59 gilt, aber nur solange da die Angebote reichen. Weil genau. Das ist immer so eine Sache. Also, wenn ihr ein Gerät habt, was Pro-Deal-fähig ist, es gilt noch der aktuelle Pro-Deal, ganz wichtig, dann könnt ihr erstens 20% drauf bekommen, zweitens euch den Pro-Deal trotzdem sichern und drittens nochmal 50% darauf bekommen. Genau, das ist nämlich sehr wichtig. Der Pro-Deal funktioniert auf den Grundpreis. Die Rabatte ist nochmal eine ganz andere Sache. Das fragt ihr nämlich schon fleißig im Chat. Also Pro-Deal auf den Grundpreis. Und um an dieser 50%-Aktion teilzunehmen, ist der Code GTLIVE ohne Bindestrich. Genau, ganz wichtig, GT Live einfach am besten mal aufschreiben und dann geht's auch schon los. Und den Code müsst ihr einfach bei der Bestellung damit angeben. Ja. Und durch gut Glück hast du vielleicht auch gewonnen. Toi, toi, toi. Jetzt sag mir doch bitte mal, wie viele Leute jetzt gerade dabei sind. Das würde mich interessieren. Wir sind 2300 und du machst bitte nochmal einen Refresh. Ich will wissen, wie viele Likes wir haben. Weil ich finde das nicht schön, Leute. Jetzt haben mindestens mal 1000 Likes hier. Okay, 800. Ich warte mal noch ein bisschen, dass wir hier auch mal die 1000 bekommen. Aber egal, wir machen jetzt mal die erste Werkbank bereit und fahren jetzt hier mal los und holen uns mal die ersten Angebote. So, genau. So. Ich fühle mich jetzt gleich so ein bisschen nackig. Ja? So sieht dann ganz aus, auch die Sandra. Und schreibt bitte eure Fragen schon mal in den Chat. Genau. Wenn ihr allgemeine Fragen habt, gerne rein. Und solange gucken wir uns jetzt schon mal die ersten an. Also ihr könnt auch allgemeine Werkzeugfragen stellen. Sobald Zeit ist, werden wir die auf jeden Fall auch beantworten. Genau. So, wo fangen wir an? Wir fangen am besten wir fangen hier an. Wir fangen bei Angebot Nummer 2 an, und zwar der GEX. Ja. Warum der GEX? Weil Sandra der größte GEX-Freund der Welt ist. Definitiv, ja. Du sagst immer, der GEX ist halt der GEX. Hier ist er drin. Vielleicht kriegt die Kamera das mal drauf. Komm mal am besten mal her. Ich persönlich mag den ja, weil der so perfekt in der Hand liegt. Der ist richtig gut ausbalanciert. So, also das ist der Koffer, den bekommst du. 151,99 und du bekommst halt eben genau dieses Gerät. Ich hole das mal raus. Und bei dem Gerät ist es so, wir nehmen mal einen Akku. Oh, den habe ich vorhin irgendein Gerät geklaut. So. Bei dem Gerät ist es so, dass wir wirklich beim letzten Live hatten wir ein Thema, nämlich wir hatten ja schon mal im Bosch Pro Weekend Sale gemacht, wo wir auch live gegangen sind und da haben wir eine ähnliche Aktion gemacht wie jetzt. Und da war es so, dass das war der absolute Topseller. Also wie viele Leute dieses Gerät gekauft haben, ich glaube, es war noch im Live ausverkauft. Das finde ich mir auch gut. Und das ist halt wirklich ein brutal guter Exzenterschleifer. Was ich halt meine ist, du hast ihn in der Hand. Zwei Finger und er ist komplett ausbalanciert. Er ist nicht kopflastig. Warte, ich zeig's mal am besten so. Genau. Er ist überhaupt nicht kopflastig. Man kann ihn super mit einer Hand halten, auch mit einer kleinen Hand. Man muss dafür nicht so eine riesen Pranke haben. Und ich persönlich bin ja ein Freund davon, dass man gleich diesen Auffangsack hat. Man muss nicht jede Kleinigkeit immer... Das sehen viele Leute anders, bitte entschuldigt, aber es ist zumindest gleich mal ein Auffangsack dabei. Die offizielle Aussage von Bosch ist natürlich, bitte benutzt immer eine Absaugung, ohne Frage. Und das ist natürlich besser, weil das ist nur ein Staubauffangsack, der auch nicht wirklich alles, was gefährlich auf die Lunge ist, filtert. Ja, also da passt bitte auf, aber ist mit dabei, um vielleicht mal schnell klein was zu machen. Aber grundsätzlich möchte ich zum Gerät noch was sagen. Und zwar, viele unterschätzen die Güte so eines Geräts, also was du damit alles erreichen kannst. Wir haben hier zwar nur 125 mm in der Breite, aber wir haben hier 2,5 mm Schwingkreis. Ja?
Und das ist schon ordentlich für so ein Akkugerät und du hast da einen echt guten Abtrag. Das ist nicht dafür da, um jetzt hier mal 5 Quadratmeter eigentlich abzuschleifen. Im Zweifel kannst du auch das damit machen, aber es ist einfach da, um kleinere und mittelgroße Flächen zu schleifen und dann vor allem auch schnell mal an der Kante hier, hier gehst du mal so rüber, machst mal hier, machst mal da. Das ist mega. Ich sag ja immer, das ist der weltgrößte Radiergummi. Oh ja, das ist ein richtig guter Spruch. Der weltgrößte Radiergummi. Na, immer wenn ich was anzeichne, der Strich war zu lang oder so, gehe ich einfach kurz mit dem Gex drüber und weg ist es. Ja, also bitte, wenn ihr euch für das Gerät interessiert, dann schlagt nicht erst Montagnachmittag zu, dann wird er garantiert weg sein. Weil es ein sehr guter Preis, sehr gutes Gerät, macht richtig Spaß. War gerade eine Frage im Chat, funktioniert der mit einem 5-Ampere-Akku besser als mit einem 2-Ampere-Akku? Nee, der hat nicht mehr Power. Im Gegenteil, also die Power ist dieselbe, aber, warte mal, ich zeige euch das mal. Ich mache es mal andersrum, ich mache mal das extrem. Ihr könnt ja auch noch übrigens diesen Klotz hier ran machen. Dann ist er nicht mal ganz so ausgewogen. Es geht aber. Es ist gerade so. Schleift ihr voll. Ja, also es macht irgendwie keinen Sinn, wenn ihr da jetzt einen 5 Ampere dran macht, kannst du vielleicht mal wieder rantun. Wenn ihr einen 5 Ampere dran macht, ist diese Ausgewogenheit nicht mehr da. Der perfekte Akku für das Gerät ist der 4 Ampere ProCore. Der ist quasi gebaut. Nein, 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 nein. Nein, ich wollte brav. Also, der ist quasi dafür engineert worden, um genau da dran zu sein. Und es ist wirklich so, wie Sandra sagt, das ist halt mega. Und es gibt ja auch, ich sag mal, Konkurrenzprodukte, andere Hersteller, die einen ähnlichen Griff haben ja, und auch sehr nah dran sind. Und das fühlt sich so ein bisschen an wie das. Ja. Aber man hat nur den 125er-Teller, kein 150er, richtig? Ja, genau. Im Akkubereich gibt's das hier bei dem Gerät auf jeden Fall nicht. Punkt. Ja. Ja? Okay. Den packe ich mal zur Seite. Du hast noch gar nicht den Preis genannt. 151,99 und der wird auch dauernd eingeblendet. Okay. Gut, für euch noch ein Hinweis, GT Live bitte nutzen, wenn ihr shoppen geht, dann habt ihr die Chance auf die 50% hier im Live. Genau. Genau. Aber denkt dran, die bekommt ihr nicht automatisch, nur 5 werden ausgelost und bekommen das. Und ich bin gespannt, wer der Erste ist. Das wird, glaube ich, nicht mehr lange dauern. Also der Chat spiegelt gerade wirklich wieder, dass einige, oder doch etliche, noch nicht ganz alle Angebote sehen können online. Bitte habt Geduld, sie kommen. Genau. Okay. Kommen wir mal zum nächsten Gerät. Und das hier ist ein, ja, was soll man dazu sagen? Also das ist halt das Gerät. Das Gerät. Das ist einfach mal das Gerät. Und zwar, es ist, ihr wünscht euch auch immer auch 12-Volt-Geräte. Und das Problem ist, viele von euch sagen, naja, macht doch auch mal 12-Volt-Geräte in diese Angebote hinein. Und da stehen wir immer auch so, weil wir können nicht alle Geräte reinnehmen. Es sind irgendwo zwischen 14, 15, 16, 17, 18 maximal. Und da müssen wir uns einfach auch entscheiden, was kommt in diesen Sale rein. Und jetzt haben wir Folgendes hier. Wir haben den GSR 12V35 als Flexi-Click, als 12-Volt-Geräte. Und jetzt werden einige sagen, ach schade, ich hätte gerne eine Stichsäge und noch das. 5 andere Geräte aus dem 12-Volt-Bereich. Und wir haben hier noch ein 12-Volt-Gerät gleich. Aber wir wollen einfach mal diesen Einstieg auch erleichtern. Die, die noch kein 12-Volt-Gerät haben aus dem Bereich Bosch Professional, die sollen hier den perfekten Einstieg haben. Und das ist genau der. Und zwar haben wir hier das Komplettpaket mit allem, was dazugehört, für 239,99. Nämlich, hier haben wir unseren guten, alten, bekannten, den GSR 12V35. Den kleinsten und kompaktesten Schrauber dieser Art. Mega Gerät mit allen Aufsätzen. Dann mache ich mal gleich hier mir den üblichen Spaß. Machen wir mal so. Machen wir mal hier. Zack, zack, zack. Rauf. Und jetzt können wir wieder um die Ecke schrauben. Und zack. Ist er kaputt? Machen wir wieder ganz, indem wir das hier wieder oben draufschrauben. Ja. Oder wir stellen das um die Ecke. Oder wir schrauben nach unten. Oder bohren in dem Fall nach unten. Und wir sagen, okay, wir wollen nach unten schrauben. Dann gehen wir wieder drauf und nehmen das hier, ja, Moment, so, und können das wieder festtun. Und das ist halt genial und das ist halt einfach ultimativ schön, ein Gerät zu haben, mit dem du einfach alles machen kannst. Oder du kannst das auch abmachen und kannst hier direkt dein Bit reintun. Das ist halt brutal, weil du so wenig Platz hast und so wenig Platz brauchst, wenn du damit arbeitest. Du kannst natürlich auch Folgendes machen, du nimmst den hier einfach und schraubst dann hier wirklich
ganz unten hier am Boden. Du kannst hier ganz eng am Boden dran schrauben, hier mit dem Exzenteraufsatz. Das ist klassischerweise, wenn du irgendwo einen Schrank baust, wenn du eine Küche hast oder ähnliches, da hast du sehr häufig, dass du in so einem ganz kleinen Bauraum unten irgendwo was schrauben musst und dafür brauchst du genau diesen Exzenteraufsatz. Und ich sage deswegen, das ist halt der ultimative Schrauber, weil das ist der perfekte Einstieg. Du hast 35 Newtonmeter, du hast richtig Kraft, du hast ordentlich Umdrehung, du hast eigentlich alles, was du normalerweise, sag mal so, im handwerklichen Bereich jetzt erstmal brauchst, wenn du nicht diese riesen Monster brauchst. Ich weiß, oder viele von euch haben es vielleicht noch nicht gesehen, weil es noch nicht angezeigt wird, auch heute wird der 150er im Angebot sein. Also der 18 Volt, 150 Newtonmeter, der kommt auch noch. Also wenn einer sagt, okay, habt noch nicht genügend Akkuschrauber, ja, oder habt noch nicht die richtigen, dann den hier für das, was man jeden Tag macht. Und wenn du mal ultimativ viel Kraft brauchst, dann haben wir den 150er auch da, beides in Warenkorb. 20% sparen, sowieso, und dann nochmal die Chance auf 50%. Die Frage im Chat war, welchen Code soll man jetzt angeben? Beide? Nur ein? Reicht einer? Genau, nur ein, einfach nur GT Live. Ja? Genau. Der Code wird auch über das Live hinaus gelten, aber die 50% gibt es, die Chance auf die 50% gibt es nur genau jetzt, so lange, wie wir live sind. Und wir werden wahrscheinlich irgendwo bis 19, 19.30, vielleicht 20 Uhr werden wir sehen, aber so in dem Bereich 19 Uhr seid ihr auf jeden Fall sicher, bis dahin werden wir live sein. Genau. Im Chat wird ganz viel gefragt, wo die T-Shirts her sind, weil, schaut mal, bei uns steht nämlich noch hinten drauf, das auf dem Rücken ran ans Werkzeug. Diese T-Shirts sind Sondereditionen, die sind nur für uns. Oder wenn ihr mal ganz viel Glück habt. Also schreibt gerne, spammt mal den Chat voll, wenn ihr sagt, ihr wollt das Ding haben, ja. Dann machen wir vielleicht eine Edition und stellen die auch in den Shop. Ich muss sagen, ich finde das Shirt mega, ich trage das auch sehr gerne, hat einen sehr schönen Stoff, ja, ist dehnbar, brauchen wir ja manchmal, wenn man etwas mehr gegessen hat, ihr kennt das ja, oder etwas mehr hier im Arm hat, aber sehr schöne Shirts, tut mir leid, aktuell gibt es die nicht. Genau. Frage aus dem Chat. Weißt du, ob von Bosch dieses Jahr noch Neuheiten im 12-Volt-Bereich kommen? Oh, ich weiß, ich kann es gerade nicht aus dem Kopf sagen. Hm. Tut mir leid. Also ich weiß, 18 Volt kommt noch einiges, auch sehr coole Sachen. Beim 12 Volt habe ich es einfach nicht gerade im Kopf. Ja. Ansonsten, hier zum Angebot gehört aber nicht einfach nur das Gerät. Dazu bekommst du auch zwei Akkus. 3 Ampere-Stunden, ich glaube, sind es für dich 2 Ampere-Stunden? Ja, 2x 3 Ampere-Stunden und ein Ladegerät. Alles zusammen für 239,99. Und ich muss sagen, das ist eine coole Sache, weil du jetzt kannst du Folgendes machen übrigens mit dem. Du nimmst ihn einfach und dann kaufst du dir die anderen 12-Volt-Geräte einfach solo dazu. Ja, und schon bist du dabei. Oder? Geht und magst du den überhaupt nicht? Na doch. Ich lese im Chat. Ich muss fragen. Ja, gibt es noch mehr Fragen zu dem? Zudem nicht, aber gilt der Pro-Deal nur für Geräte oder auch für Zubehör? Zubehör, wir haben heute kein Angebot, was sich für Zubehör qualifiziert. Genau. Also es gibt den Pro-Deal auch noch für Zubehör, aber heute gibt es eigentlich nur Pro-Deal A und B, da komme ich gleich noch dazu. Und die haben wir heute dabei. Das heißt, du kannst im Pro-Deal heute bei den Geräten im Grunde genau zwei Dinge bekommen. Und zwar Nummer eins, du kannst im Pro-Deal heute dir einen Akku dazu nehmen oder du bekommst eins dieser Geräte hier. Entweder eine Stichsäge oder einen Winkelschleifer. Ja? Das sind die Sachen, die du im Pro-Deal heute dir noch dazu klicken kannst, beziehungsweise später dazu klicken kannst. Also nicht, weil viele kennen den Pro-Deal vielleicht gar nicht. Worum geht es im Pro-Deal eigentlich? Moment, ich muss das Gerät hier gleich noch erklären. Ja, aber du brauchst es dann ja. Beim Pro-Deal ist es so, ihr kauft ein Gerät in einem bis zu einem bestimmten Preis oder einem Mindestpreis. Ihr könnt auch mehr kaufen. Das ist ein 18-Volt-Gerät zum Beispiel beim ersten Pro-Deal. Und das Gerät kaufst du. Es hat einen Mindestwert von, ich habe es hier extra mir aufgeschrieben, 237 Euro brutto, beziehungsweise 356 Euro brutto. Und schon kannst du dir beim ersten Deal genau diesen Akku hier sichern. Beim zweiten Deal, beim 356 Euro Deal, bekommst du das große. Ja, kannst du dir aussuchen, Stichsäge oder den Winkelschleifer. Ich weiß, dass der auch noch im Pro-Deal eigen angezeigt wird, aber der ist nicht mehr vorrätig. Der ist wirklich schon raus. Wir haben einfach zu viele genommen, den kleinen Schlagschrauber hier. Aber wo Schlagschrauber, auch das kommt gleich noch. Und ich glaube, ich muss jetzt ein bisschen weitermachen, ja? Ja. Okay. Warte, wie war das früher immer? Wir haben noch keine Zeit. Genau. Ich packe das hier mal alles wieder ein. So. Nächstes.
Beim nächsten brauche ich den Koffer eigentlich gar nicht. Denn hier drin, kann man einfach mal hier reinschauen. Und zwar hier ist der Koffer richtig voll, nämlich mit dem. Mehr ist da nicht drin. Ja, wir haben nur das kleine Gerät hier. Das haben wir im Angebot, und zwar den GWG12V50S als Solo. Apropos Wünden, hier ist ein Akku drin, können wir mal nehmen. Das ist ein kleiner Punktschleifer, ja, für 147,99. Süß. Klingt wie beim Zahnarzt. Ja, ist nicht gut, stimmt, hast du recht. Ja, das ist ein kleiner Punktschleifer, damit kannst du diverse Oberflächen halt bearbeiten. Interessanterweise ist es so, ich weiß bis heute nicht so richtig, ob ich was damit anfangen kann, ist aber auch nicht egal. Ihr liebt ihn. Wie viele Leute das Ding besprechen, Reviews darüber schreiben, besprechen in Foren und was auch immer und darauf quasi gewartet haben, das ist ja unbegreiflich. Ich glaube, es einfach liegt daran, dass ich in dem Bereich, wo ihr ihn benutzt, einfach nicht erarbeite oder keine Ahnung, vielleicht noch nicht entdeckt habe. Was ich ganz cool finde, ist, haben wir einige 12-Volt-Geräte, ist diese Spannzange hier oben. Das heißt, jetzt in dem Moment, wenn ich das hier nach oben ziehe, ist der schon hier arretiert. Ich muss nicht irgendwas drücken die ganze Zeit, sondern kann jetzt hier mit dem Schlüssel das lösen, kann hier meinen Aufsatz reinmachen, wieder zu und so und schon geht es wieder los. Das finde ich schon echt cool und das ist im 12-Volt-Segment bei einigen Geräten ja so, und das macht richtig Spaß. Ja. Ihr schreibt gerne mal hier in den Chat, was macht ihr denn mit dem Teil, ja, mit dem GWG12V50 für 147,99. Ja, haben wir noch Fragen? Weil sonst würde ich schon zum nächsten Tisch wollen. Nö, keine Fragen. Wir können erstmal weitermachen. Okay. Tut mir leid, es ist nicht. Ich glaube, das sind schon fast die letzten 12-Volt-Geräte. Aber wir gucken mal. Moment, wir wollen wieder alles so richtig weglegen. So, so, so. Und den behalte ich mal. Apropos der kleine Punktschleifer, weißt du, ob der genug Kraft für eine Schweißnaht hat? Boah, nee. Wir sind Holzleute. Nee, hat er nicht. Also, wenn du genügend Ausdauer hast, wirst du damit auch eine Schweißnaht bearbeiten können. Aber dafür ist er wirklich nicht gedacht. Oh, jetzt machen wir, jetzt wird's voll. Jetzt wird's hier mal richtig voll. Wir fangen mal bei einem nach dem anderen an. Und dafür machen wir mal Folgendes. Ich nehme den hier mal runter. Der Gute. Den hier legen wir zur Seite. So. Und dann können wir hier ordentlich loslegen. Und du hast hier einen neuen Tisch gebaut hier, ja? Ja, das ist eine schöne Höhe. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Okay. Also. Heiter weiter. So. Was hast du denn da jetzt Schönes? Ich habe jetzt hier den GWX18V50SC. Und zwar einen, jetzt komme ich auf den Namen. Winkelschleifer. Mann. Ich wollte die ganze Zeit Flex sagen. Also, wer kennt das? Ja? Ja. Nein, wir haben hier ein Bosch-Gerät. Wir sind nicht bei der Firma Flex, sondern wir haben hier einen Winkelschleifer. Und zwar den GWX. Und zwar genau den hier. Da nehme ich auch mal einen Akku rein. Oder zumindest einen Akku her. So, schon laut, ja. Der Chat hat recht. Also viele Leute sehen die Angebote noch nicht, aber bei mir sind sie jetzt da. Also es geht voran. Genau, es sind noch ein paar Minuten vielleicht. Keine Sorge, wenn ihr sie nicht seht, sieht sie auch fast keiner und kann sich wegkaufen. Keine Sorge. Wir tun alles, dass ihr hier aktiv werden könnt. Genau, und der Code ist GTLIVE. Alles groß geschrieben und zusammen. Genau, ja. Also, wir haben jetzt hier unseren Winkelschleifer. Und zwar nicht irgendeinen, sondern 18V15, soll äquivalent zu 1500 Watt sein. Wichtig ist dafür aber, bitte nutzt hier einen 5,5 Ampere Pro-Core, damit das Gerät hier richtig Power hat. Also, es ist kein Vito Bosches Gerät, genau. Das heißt, er braucht das auch wirklich. Was ja immer so eine Frage ist, ist das Thema Schalter. Wir haben hier. Ich nehme es aber zur Sicherheit mal raus. Wir haben hier den SC-Schalter. Ja? Das heißt, wir können Folgendes machen. Es gibt ja drei verschiedene Schalterarten. Und da gibt es so viele verschiedene Meinungen zu. Das ist der Wahnsinn. Nummer eins, es gibt ja diesen Schalter, den du nur nach vorne drücken kannst und den du nicht arretieren kannst. Ja?
Dann gibt es den SC-Schalter, wo du hier nach vorne drückst und das bleibt so. Ja, das heißt, du kannst ihn auf Dauer anschalten und du kannst hier draufklicken, dann geht es wieder zurück. Und das gibt den PC, den Pedal-Schalter. Da hast du hier unten so ein Pedal, dann musst du hochdrücken und einfach festhalten die ganze Zeit. Aber es ist relativ einfach, mit Handschuhen vor allem auch schön einfach zu machen. Ich persönlich mag den Pedal-Schalter eigentlich ganz gern, aber es gibt ja diverse Gründe, warum man auch andere nimmt. So, aber was ich an dem Gerät halt euch nochmal mitgeben möchte, und zwar, es gab ja in letzter Zeit wenig, was die Menschheit mehr bewegt hat. Mehr bewegt hat als mein kurzes Video auf YouTube, wo, also da gab es ja so viel Hass auf meinen Nacken, ja, definitiv, wie kaum irgendwo anders. Und ich habe ein Video gemacht, ein Short gemacht auf YouTube. Schreibt gerne mal, schreibt mal eins in den Chat, wenn ihr das gesehen habt. Ja, braucht ihr nicht groß schreiben, eins in den Chat, wenn ihr das gesehen habt. Und da habe ich Folgendes gemacht, ich habe eine normale Trennscheibe genommen und habe die durchgebrochen und habe gesagt, ja, was ein Scheiß, darf ich das, ja, darf ich sagen, das hier ist doch viel cooler. Und dann kamen ganz viele, Sebastian, was ist hier los, ja, hast du hier, das ist noch alles verstanden, das ist eine Scheibe für Stein, das ist eine Scheibe für Nichtstein, das machst du, das, was soll denn das? Ja, und haben, ich sage mal, gesagt, der Sebastian ist dumm, doof, ja, und dabei stimmt das gar nicht, also, ihr könnt es auch gerne mal im Chat schreiben. Die Scheibe, die ich da drauf hatte, ist genau diese, das Diamond Metal Wheel. Und das ist eine Metallscheibe für Metall. Ja? Chat 1. Ja, sehr gut. Das ist eine Metallscheibe für Metall. Und hier ist es X-Lock. Ja, ihr setzt das einfach hier ein. Moment. Das ist ganz wichtig, das ist ein GWX, das heißt ein X-Lock-Gerät. Das X steht für X-Lock. Und hier kannst du wunderbar einfach Scheibe rauf und Scheibe wieder runter. Das macht richtig Spaß. Und ganz, ganz viele kannten einfach diese Scheiben nicht, haben gesagt, er kann doch nicht Metall mit einer Steinscheibe vergleichen. Aber in dem Fall habe ich das gar nicht, sondern habe eben genau diese drauf gehabt. Was ich euch auch noch mitgeben möchte, ist Folgendes. Beim Thema X-Lock haben viele das ja gar nicht im Kopf, ja, dass diese Scheiben ja auch auf die normalen Geräte passen. Ich glaube, hier irgendwo haben wir einen. Genau, den hier. Und auch hier auf die Scheibe, also auf das Gerät, So, mal darauf achten, Akku raus. Und wir haben hier ein herkömmliches Gerät mit einer normalen Standardbohrung. Wenn wir da die Scheibe raufnehmen, können wir auch die aufsetzen. Ja, das funktioniert. Wir haben trotzdem die Zentrierung und ich kann hier jetzt damit arbeiten. Ja, das ist überhaupt gar kein Problem. So, und feuerfrei. Das geht. Das heißt also, wenn du noch alte Geräte hast oder Geräte mit der alten Aufnahme, kein Problem. Du kannst auch da die X-Lock-Scheiben benutzen. Ja, das ist vielen nicht so gebräuchlich, aber das funktioniert und ist überhaupt gar kein Ding. Ja, Fragen auch gern dazu. Und ja, zumindest habe ich jetzt mit euch nochmal drüber gesprochen, aber ich glaube, das Internet ist halt brutal und findet Sebastian irgendwie doof. Aber Herrgott, dann ist das halt so. So. Ja, ansonsten das Gerät hier haben wir 227,19 ist halt so, ja. Und hier wurde um jeden Cent gefeilscht. Das stimmt auf jeden Fall. Und wir haben hier ein Gerät mit richtig, richtig, richtig viel Kraft. Viele haben so einen Winkelschleifer mit so einem starken Motor, mit Akku einfach noch nicht in der Hand gehabt. Und ich sage euch, es ist wirklich Wahnsinn. Du kannst sie quasi nicht mehr ausdrücken. Du kannst damit alles Mögliche machen, was du halt machen kannst, ja, was du auch machen willst. Und Tipp wäre nochmal, wenn du die aller härtesten Aufgaben hast, ja, und sagst, du möchtest drücken wie ein Ochse, möchtest alles damit machen, nimm den neuen 18V Plus Akku, da hast du noch die letzten Restquäntchen an Power in den Geräten drin. Habe ich noch einen Akku hier? Ich glaube, ich habe so einen vorhin schon da mal gesehen. Hier ist er, auch vielleicht mal ins Bild. Hier ist ein 18V Plus Akku, die ganz neuen, die noch sehr spärlich auf dem Markt sind. Aber das ist jetzt nicht so, dass ihr müsst jetzt nicht diese Akkus jetzt kaufen und die alten Procores wegschmeißen. Überhaupt nicht. Sondern die Procore haben 100% noch ihre Bewandtnis auf dem Markt. Ja, das ist überhaupt gar kein Ding. Das heißt nicht, dass demnächst Procore alles weg, nur noch der. Weil auch bei dem ist es ja so, ihr bekommt den nur als 8 Ampere-Stunden. Ob der noch nach unten geht, 5er, wissen wir noch nicht. Ob es einen 12er gibt, wissen wir auch noch nicht. Okay. So, das ist erstmal der hier. Den wollte ich euch gezeigt haben. Gibt es zu dem Fragen? Zu dem gibt es keine Fragen. Die Leute fragen wirklich eher in Richtung der ganzen Deals, die wir heute haben. Zum Beispiel Snake möchte wissen, gilt die Verlosung nur für bereits gekaufte Artikel? Ja,
aber Artikel aus dieser Aktion, keine ältere. Genau, es zählt nur, was du genau jetzt kaufst. Das heißt, zwischen 17.30 Uhr mit dem Code GTLIVE und zwischen 19.30 Uhr, vielleicht 20 Uhr, je nachdem, wie lange wir da sind, geht dieser Code. Und nur in dem Zeitraum kannst du die 50% bekommen. Die 20% bekommst du natürlich auch mit dem Code GTLIVE, aber bis Montag 23.59 Uhr. Genau, und jemand möchte wissen, wann die 5 Gewinner gezogen werden. Die ziehen wir alle im Laufe der Sendung, also innerhalb der nächsten 2 Stunden. Genau, ich würde sagen, da wir fast schon eine halbe Stunde live sind, machen wir bitte Folgendes. Die Regie möchte bitte jetzt mal einen ziehen. Oder haben wir schon einen gezogen? Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Alles klar. Dann bitte. Das Ganze funktioniert natürlich auch nach Zufallsprinzip. Aber dadurch, dass wir jetzt ein bisschen Probleme mit dem Shop hatten, verzögert sich das ein kleines bisschen. Aber die Gewinner kommen gleich. Oder der Erste. Okay. Ich möchte gerne unbedingt hier hineingucken. Das ist mir jetzt wichtig. Moment. Du hilfst ja auch mal richtig doll hier, ja? Oh! Alter Falter! Ich möchte einfach nur, dass du auch mal was tust. So, dann nicht. So. Was ist denn hier los? Also, wir haben hier nicht irgendein Gerät, sondern wir haben hier das Gerät. Was ist das Lieblingsgerät von Sebastian? Eine Tauchsäge. Nein, Sandra. Na. Katschin. Okay, also wir haben hier die GKT 18V52 GC im Angebot für 327,99. Koffer brauchen wir erstmal nicht, den packen wir mal runter. So, genau diese Säge für euch ist heute im Angebot und das ist natürlich wieder der Klassiker. Ja? Nicht, dass die Säge irgendwie alt oder schlecht ist, sondern diese Säge ist einfach mal eine der Tauchsägen. Super solide, super gut, macht auf jeden Fall einen brutal guten Job und für 327,99 könnt ihr nur überhaupt nichts falsch machen. Da übrigens heute ein gutes Angebot. Das Ding ist im Pro-Deal, ja, mit 327 ist Pro-Deal fähig. Das heißt, wenn ihr euch das klickt, dann könnt ihr euch diesen Akku noch, den bekommt ihr gleich dazu, noch sichern. Ja, auf der Pro-Deal-Seite hinterher nach dem Kauf, wenn ihr das Ganze bekommen habt und so weiter und so fort. Dann gibt es diesen Akku von Bosch noch dazu. So. Das übrigens auch bei dem Winkelsteifer, den wir hatten, der ist auch Pro-Deal-fähig. Ja, auch der ist, was denn? Da war jetzt gerade noch eine Frage im Chat und ich frage mich gerade, auf welches Gerät sich das bezieht. So, also das ist auch Pro-Deal-fähig. Und bei der Säge gibt es sehr viele, die mich immer fragen, ja, ist die Säge gut, kann die Säge überhaupt was und so weiter, passt das denn eigentlich? Jetzt ist es so, dass die Säge ja eine Besonderheit hat. Und zwar, die heißt ja nicht umsonst 52, weil sie 52 mm Schnitttiefe haben. Und Sebastian ist ein bekennender Schnitttiefenliebhaber. Ja? Und da fragen sie mich, na, würdest du die Säge überhaupt nehmen? Findest du sie gut, findest du sie nicht gut? Und ich kann euch sagen, die Säge ist halt richtig gut, weil wir haben hier 52 mm Schnitttiefe an der Stelle. Ja? Mit Schiene, so ein Tick weniger, ohne Frage. Aber wofür nutzt man so eine Tauchsäge normalerweise? Ja? Normalerweise nutzt du sie genau für eine Sache, in der Regel Plattenmaterial. Ja. Und Plattenmaterial dicker als 40 mm ist super selten. Also super selten. Und selbst 40 mm Plattenmaterial benutzt man auch nicht mehr so das häufig. Musst du erstmal finden und ist auch echt teuer. Ja? Das heißt, nur wenn du sagst, ja, ich möchte auch andauernd Bohlen auftrennen, dann ist das nicht dein Gerät. Und ganz ehrlich, zum Bohlen auftrennen kann man auch mal was anderes nehmen als eine Tauchsäge. Dafür nimmst du eine Handkreissäge oder. Ja? Vielleicht hast du Glück, hast du eine Fußbandkreissäge zu Hause? Keine Ahnung. Aber dafür ist es eben nicht da. Das kannst du mit der nicht so gut machen. Klar, du kannst natürlich das Ganze auf einer Seite machen, drehen und so weiter. Also behelfen kannst du dich auch mit ihr. Ich weiß gar nicht, was ich über die noch erzählen soll, weil die gibt es seit 3 Jahren, glaube ich, so 2,5, 3 Jahren. Und sie ist halt echt gut. Und gefühlt kennt die auch jeder. Weiß ich nicht. Ist also mittlerweile schon ein kleines Urgestein. Genau, da gibt es jetzt gar nicht so viel zu sagen. Hast du den Preis schon genannt? 327,99, okay. Ja. Ich habe gerade kurz nicht aufgepasst. Und du kannst natürlich, nochmal, wenn du sagst, oh ja, cool, hier geht's rein, los, okay, nimmst du das hier, dazu noch eine schöne Stichsäge, ja, die VLI, kennen wir auch schon länger, haben wir auch länger im Einsatz, bekommst du, kannst du dir die, oh nein, ich habe nichts, dass ich was Falsches sage, du kannst dir nur den Akku sichern, weil wir sind unter 356 Euro.
Wichtig ist beim Proteus, muss man das einzelne Gerät sein oder das Set, ja, was den Preis erreichen muss. Okay, gibt es hierzu Fragen? Oder hast du so viele Fragen? Dazu gibt es keine Frage, aber jetzt nochmal zum Winkelschleifer. Nochmal die Frage zum GWX15CSC. Kann man altes Zubehör mittels Adapter mittlerweile verwenden? Nein. Ich möchte nicht das ganze Zubehör neu kaufen. Nein, 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 nein. Es gibt das Gerät hier, es gibt genau den hier, gibt es ja als GWX, also als X oder nicht als X, das heißt, genau dasselbe Gerät gibt es auch mit der alten Standardaufnahme und dann kannst du alles verwenden. Nur den haben wir heute nicht im Angebot. Oh, der... Fast, da kommen wir gleich noch dazu. Hier habe ich vielleicht was für dich. So, wir kommen jetzt erstmal ja, fast schon zu Schlagschraubern. Eine Frage. Für den üblichen Gebrauch reicht der GDX 18V200 oder empfiehlt es sich, den GDS 18V330 zu nehmen? Jetzt ist die Frage, was ist dein üblicher Gebrauch? Wenn, zum Umrühren oder so. Nee, der 200er. Der 200er hat ja ein Lösemoment, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, von 350 Newtonmeter. Wenn ich mich richtig erinnere, ja, schlag mich. Aber das ist höchstens die Frage. Und da könnte es sein, dass wir im PKW-Bereich im Zweifel bei angerotteten Felgen das nicht ab, also Schrauben das nicht abkriegst. Wenn wir den Fall mal rausnehmen und selbst dann kannst du immer noch sagen, okay, du brauchst ja eh einen Drehmomentschlüssel. Ja? Das heißt, wenn du jetzt hier deine ganzen Schrauben oder diese eine kriegst, kannst du dich lösen. Dann kannst du die eine auch mal so machen. Ja? Das wäre so meins. Ansonsten mit einem 330er machst du gar nichts falsch, weil das ist ein echt gutes Gerät, wo du auch richtig, richtig viel natürlich auch im Schraubbereich machst. Also auch im Holzbereich zum Beispiel kannst du riesige Schrauben, also fette Schrauben, ohne aufs Handgelenk zu achten. Einfach so reinschrauben. Mit dem 200er aber auch. Ja. Also das, was handelsüblich ist, kannst du mit beiden Geräten machen. Ja. Im Zweifel würde ich eher gucken, möchtest du ein kompaktes Gerät, nimm den 200er, oder sagst du, boah, maximale Power und auf die paar Euro kommst du nicht an extra, dann will ich den großen. Okay. Jetzt nochmal zwei organisatorische Fragen. Wir haben einen Zuschauer aus Holland. Grüße gehen zurück. Ja, auch du kannst bestellen und in die Schweiz können wir natürlich auch liefern. Also aus der Schweiz könnt ihr auch bestellen. So, wir haben einen Gewinner. Der erste Gewinner. Oh. Okay. Wer hat denn gewonnen? Also herzlichen Glückwunsch an. Also gewonnen hat der Daniel. Daniel hatte einen ursprünglichen Einkaufspreis von 569,98. Er hat jetzt eine Ersparnis von 284,99. Und er hat gekauft den GLL 380 GC und Zubehör. Zu dem Gerät kommen wir gleich noch. Aber herzlichen Glückwunsch, Daniel. Ja, echt krass. Also wirklich herzlichen Glückwunsch. Das ist, ich meine, 284 Euro nochmal zu sparen. Ergo, er hat am Ende halt nur 284 Euro für das Gerät bezahlt. Ja. Brutal. Da kann ich gleich das nächste weiterschauen. No. Mal gucken, wann der Erste Folgendes macht, und zwar sich den Gags von vorhin einfach fünfmal kauft. Genau. Hinweis, Daniel, du wirst von uns, also von GoTools, nochmal schriftlich benachrichtigt. Ja. Vielleicht heute, aber spätestens in den nächsten Tagen. Genau. Wird nicht so lange dauern, aber ist nicht unsere normale Verlosung. Läuft ein bisschen anders und feuerfrei. Also zu den beiden Geräten noch Fragen? Prodil ist doch auch der Schlagschrauber dabei. Ja, ist auch, Schlagschrauber kommt noch. Nein, er ist nicht dabei, weil er ist ausverkauft. Ach, das meint er. Genau, also der Schlagschrauber hier, der 200er, da muss ich euch leider sagen, hatte ich vorhin vergessen, dass er hinter mir steht, der ist im Prodil momentan nicht mehr verfügbar. Genau. Liegt einfach daran, der Prodil läuft jetzt ja in Kürze aus. Es gibt einen neuen Prodil. Das Video ist, glaube ich, heute witzigerweise gedreht. Weil wir kurz davor sind und der so beliebt ist, ist der leider ausverkauft im Prodil. Alle anderen Geräte sind noch da, Akku ist noch da, gar kein Problem. So, dann gab noch die Frage, ob es nur Akkugeräte heute gibt. Nein. Es gibt auch Kabelgeräte. Ja, es gibt auch einige wenige Kabelgeräte. So, genau. Jetzt gucken wir noch mal. Genau, wie funktioniert der Cashback? Ganz einfach, du bekommst 50% zurückerstattet. Das heißt, wir zahlen es dir dann zurück. Genau. Ja, so. Ich würde sagen, heiter weiter. Das nächste. Okay, das hier nehme ich nochmal zur Seite und das gebe ich mal einfach dir hier. So, jetzt haben wir was richtig Krasses. Und zwar das hier, alles was hier drin ist, bekommst du für 375,99. Und wenn du sagst, oh, ein bisschen Werkzeug kann ich noch gut gebrauchen, die Werkzeugtasche ist noch nicht voll, dann ist das hier dein Angebot. Das gibt schon ein bisschen länger, ja. Aber ich muss sagen, das ist so die Handwerkerbox irgendwie. Und hier gibt es übrigens einen Schlagschrauber auch.
und einen Winkelschleifer mit der klassischen Aufnahme. Wir machen jetzt mal ein klassisches Unboxing. Was ist denn hier alles drin? So, so, so. So, Nummer eins, du bekommst das hier, nämlich eine Tasche. Das machen wir auch mal auf. So. So, und diese schöne Tasche ist damit drin. Und da kannst du dein ganzes Werkzeug reintun. Ja? So, dann gehört dazu der Akkuschrauber, und zwar der 18V45. Ja? Ich hole mal nicht raus. Vielleicht, nein. Wir haben 18V45, haben wir hier. Dann gehört dazu der 200er, nämlich der GDX 18V200. Ja? Und zwar hier mit einem Innensechskant und außen Vierkant, sodass du da auch mit normalen Bits arbeiten kannst. Dann gehört dazu der Winkelschleifer, von dem ich vorhin sprach, nämlich der 7er hier. Aber in einer Version, wo du die alten Aufnahmen hast. Mhm. Dazu bekommst du auch nochmal einen 5-Ampere-Stunden-Akku. Moment, so zeigen wir das. Und dazu bekommst du nochmal einen 5-Ampere-Stunden-Akku. Und dazu bekommst du nochmal ein Ladegerät. Und dazu bekommst du nochmal, diesen Karton. Das ist alles, was dazugehört. Und das bekommst du für 375,99. Das ist schon der Hammer. Übrigens, wenn du 375 Euro durch zwei teilst, ja, schon ein cooler Deal, ja? Also kann ich auch nur jedem raten, es ist schon ein Mega-Paket, wenn du gerade noch nicht so viel hast oder sagst, oh, das in der Art, das fehlt mir noch. Ja. Das ist natürlich voll Pro-Deal-tauglich und zwar für den großen Pro-Deal, sodass du auch sagen kannst, okay, du bekommst ja jetzt, du musst jetzt ja so rechnen, das hier bekommst du ja alles und ich habe sogar gelogen. Obendrauf packt Bosch ja nochmal zum Beispiel eine Stichsäge. Dann hast du alles, was du brauchst. Also was brauchst du denn jetzt noch? Also vielleicht noch so eine Säge hier? Ein bisschen. Pass auf. Ja, das wäre jetzt nochmal eine Möglichkeit. Oder du sagst, nee, ich möchte noch eine zweite Stichsäge. Nein, Spaß. Also die anderen Sachen machen für dich keinen Sinn, weil hier gibt es noch einen Winkelschleifer, den du holen kannst im Pro-Deal. Oder. Aber das hier ist genau das, was dazu passt, was hier noch nicht dabei ist. Ich finde das Ding cool. Also das ist schon ein cooler Deal. So, das packe ich auch mal hier rein, dass wir hier wieder ein bisschen Platz haben. Denn ich brauche nochmal richtig Platz. Ja, genau, da fehlt ja noch. Ein Angebot fehlt ja noch. Apropos Angebote, nein, die nächsten Tage werden keine weiteren Angebote dazukommen. Diese 16, diese festen 16 Angebote bleiben bis Montag 23.59 Uhr. Genau, sonst wird es ja ganz verrückt, sonst müsst ihr die ganze Zeit auf gucken, aktualisieren, machen, tun. Nee, das ist es und daraus könnt ihr auswählen. Wenn ihr jetzt gerade aber irgendwas aus den Angeboten kauft, vielleicht findet ihr ein Angebot, was gut ist, aber sagt, Mensch, ich möchte trotzdem die 50% Chance mitnehmen, dann macht das total Sinn. Nehmt den Code GTLIVE, kauft etwas, packt noch andere Sachen mit da drauf, vielleicht eine feste Oberfräse, eine Makita Heckenschere, was genau, auch immer. Genau. Dann ist das, habt ihr trotzdem die Möglichkeit, auf den kompletten Einkauf die 50% zu bekommen. So, das ist hier, ein Kartonzumacher bin ich wirklich nicht. Und den darfst du jetzt mal runterstellen, weil ich muss was Schweres hochheben. Nämlich genau den hier. Das hatten wir noch nie. Ich erinnere mich zumindest nicht, dass wir schon mal einen Sauger im Angebot hatten. Der hier ist heute mal im Angebot und ich könnte euch Geschichten erzählen. Ihr könnt bis morgen Abend durchreden, was wir mit diesem Gerät alles schon gemacht haben. Wir haben den sagenumwobenen Gas 35 in der Version als M-Gerät hier. Und das ist eigentlich genau das Gerät, was du auch haben willst. Warum? Der M-Klasse ist eben die Klasse, die du haben willst, wenn du deine Lunge schützen möchtest. Wo du auf jeden Fall, du hast hier einen Filter drin, der 99, ich vergesse die Zahlen dahinter, 999 oder so, rausfiltert. Ja, einen sehr, sehr, sehr feinen Filter. Das heißt, hier vorne gehen Sachen rein, hinten kommt quasi nichts mehr raus. Das auch von der BG vorgeschrieben für das Normale, was man so macht. Deswegen kann man den kleinen L davon eben im gewerblichen Bereich ja gar nicht nutzen. Ja? Und wir haben hier ein Gerät, du hast eine Überwachung des Luftstroms, du hast eine automatische Abrüttelfunktion dabei, die du auch ausschalten kannst, alles hier in einem Gerät. Wir selber haben davon hier im Einsatz, ich glaube, alle. 5 oder 6 Stück.
Also wir haben die überall hier in jedem Raum, steht einer davon rum. Wir haben auch den großen 55er, lohnt sich auch, muss ich sagen. Der 55er ist schon echt gut, weil du hast noch mehr Volumen, gerade wenn du auch mal nass saugst. Das ist schon eine echte Menge Behältervolumen. Aber es ist einfach nur ein größeres Gerät. Alles andere hier oben ist komplett identisch. Kann ich nur jedem wärmst ans Herz legen, das ist ein Megasauger. Also wirklich mega, mega, mega. Ja. Ich finde den Sauger toll. Mehr kann ich nicht sagen. Der saugt halt. Der saugt. Was er soll. Genau. So. Mit der Vorteil übrigens von dem Sauger ist folgendes. Übrigens, der ist nicht ProDeal-fähig, ja, aus folgendem Grund. Weil es kein 18-Volt-Akkugerät ist. Hm. Im ProDeal geht es um 18-Volt-Akkugeräte. War ja vorhin auch die Frage, hier ist jetzt wirklich mal ein Kabel drin. Ein Kabelgerät, genau. Eine Sache, die einer vielleicht nicht kennt, ist folgendes, und zwar das Click und Clean-System. Moment, das möchte ich euch mal ganz kurz zeigen. Hier ist es so, dass wir hier an das Gerät hier einfach wunderbar anstecken können. So. Das hakt hier auch, das hakt hier hinten auch ein und dann bleibt es hier dran. Es gibt aber viele Geräte, wie zum Beispiel Kappsägen, die direkt ans Click and Clean angeschlossen werden können. Da drücke ich einfach hier rein. So, und dann kann man das hier in das Gerät reintun. Das hakt hier rechts und links ein und kann auf keinen Fall mehr weg. Hätte ich mir hier auch schon gewünscht, aber damals war es halt noch nicht so weit. Gegebenenfalls haben sie auch gesagt, naja, damit es kompatibel ist mit allen anderen Geräten, wer weiß. Aber an sich ist es sehr, sehr kompatibel und funktioniert auch extrem gut. Also wenn ihr es noch nicht kennt, einfach mal ausprobieren. Der Vorteil ist, es fällt nicht ab. Ja, das ist eine schöne Sache. Mhm. So, haben wir jetzt noch mehr Fragen zu dem? Fragen haben wir dazu nicht. Ich würde jetzt mal den Tisch tauschen und wenn wir wollen, ich hätte noch einen zweiten Gewinner. Ui, ich bin super gespannt. Ah, ich habe hier, glaube ich, noch eine Bremse vergessen. Nö, ich wollte nur den Staubsauger sichern, bevor ich runterbaute. Zeig doch mal den Gewinner, dass ich mal gucken kann. Ja, da. Ah ja, er hat... Ja, hallo, herzlichen Glückwunsch. Warte, darf ich mal haben? Ja. Also, warte mal, der Gewinner... Solange er rollt ist. So... Der Gewinner hat auf jeden Fall alles richtig gemacht. Denn was hat er gemacht? Er hat die Tauchsäge gekauft, die ich euch eben gezeigt habe. Und zwar die GKT 18V52. Und ich vermute mal, in den letzten 10 Minuten haben nicht so viele Leute das Gerät gekauft. Wer weiß. Aber wenn du eine gekauft hast, dann ist schon mal so, bin ich dabei oder bin ich nicht dabei? Und das ist der Christopher aus, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Christopher, du hast diese Säge gekauft. Und du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Das ist Nummer 2 heute von 5. Und du hast eine Ersparnis von 163,99. Das heißt, du hast nur 163,99 für diese Säge gekauft. Das ist ja richtig loco. Ja, das ist ja Wahnsinn. Also das ist, da hast du wirklich ein Angebot, oder das ist wirklich das Ding eigentlich heute hier mitgenommen. Weil für 163 Euro eine Tauchsäge, was ist denn da los? Alles richtig gemacht. Genau. So. Nochmal der Hinweis. Kauf bitte mit dem Code GTLIVE. Ja? Genau. Ohne Bindestrich alles groß geschrieben. Genau. Der gilt auch bis zum Montag. Du kannst also den nicht nur hier nehmen, aber die 50% nur jetzt. So. Was soll ich denn jetzt machen als erstes? Und das ist richtig schwer, weil ich habe hier 3 richtige Kracher. Ich fange einfach mal kurz hier an, denn die Frage war, Mensch, soll ich den 330er nehmen? Und das ist er. Der, ich muss jetzt noch mal gucken, dass ich den richtigen Namen sage, der GDS 18V330HC. Relativ neues Gerät und damit hast du richtig Spaß. Wir haben hier ein Lösemoment von 560 Newtonmeter. Hat der eigentlich die gleiche Aufnahme wie der andere, der 200er? Oder haben wir unterschiedliche? Nee, das ist der 330. Wieso steht hier nochmal ein 330er? Nee, ist ja, egal. Das ist Deko. Genau. Warte mal, das ist der 200er und hier haben wir den 210er. Das ist wichtig. Also, wir haben hier den 200er, hier 210er und der 210er hat dieselbe Aufnahme, aber wir haben hier eine Besonderheit, nämlich hier haben wir einen Innensechskant. Das heißt, wir haben außen Vierkant, innen Sechskant und können hier auch nochmal Bits reintun. Vielleicht gibt mir da ganz kurz mal einen Bitsatz. Ach, der ist da an der Seite. Und da können wir das mal zeigen. Ich glaube, das hier sind... Das sind Bits. Ja. Einfach mal Bits genommen. So. Jetzt nehmen wir mal hier so einen langen Bit und den kannst du hier mit reinnehmen. Das ist der Unterschied zwischen den Geräten. Aber es kann nur der 210er.
Ja, genau. Bei 200 und dem da ist es nicht. Ja, aber gucke mal da nochmal zur Seite. Ja, da kommt noch was, ich okay, weiß. Okay, gut. Also, den kurz zur Seite, den auch zur Seite. So, hier haben wir folgendes Angebot, 311 Euro. Dafür bekommst du das Gerät. Zusätzlich bekommst du diesen Akku. Du bekommst diesen Akku und du bekommst auch noch den Lader. Wow, und zwar den schönen Lader mit 4 Amperestunden, den guten. Den gibt es auch noch dazu. Das heißt, du bist hier auf jeden Fall so, jetzt kein Krach machen. Gut ausgestattet. Für 311 Euro 2x4 Ampere pro Core. Plus Ladegerät und das Gerät halt auch an sich. Mit dem Gerät hast du einige Möglichkeiten, die viele andere Schlagschrauber eben nicht können. Nummer eins, du kannst mit 65 Newtonmeter Sachen lösen. Das ist schon eine coole Sache. Ja? Nummer zwei, du hast hier verschiedene Modi. Du kannst ja zum Beispiel auch einstellen, bei welcher Kraft er aufhören soll zu schrauben. Das heißt also, du hast hier irgendwo ein Stück Holz zum Beispiel, eine große Schraube, schraubst relativ schnell rein und dann merkt er aber, oh, jetzt steigt meine Drehmomentkurve so stark an, alles klar, jetzt ist die Schraube versenkt und ich höre auf zu schrauben. Auf die Art und Weise kannst du sehr schnell Serien schrauben. Geht natürlich auch mit Blech zum Beispiel, ja. Mhm. Nur in dem Bereich arbeitest, habe ich mehrmals ausprobiert, so Blechschrauben hast mit einem sehr breiten Kopf, machst du zack und er hört jedes Mal auf. Das ist echt mega, das machst du in der App. Da kannst du schnell einstellen und dann geht's los. Ja? Also das ist ein tolles Gerät, kann ich nur empfehlen. Ich sage nur so, was ist hier los? Um was geht's hier eigentlich? Na, ich habe immer ein Auge im Chat. Das ist manchmal ein bisschen schwer, dir zuzuhören und im Chat zu lesen. Deswegen kriege ich auch nicht immer alles mit. So, jetzt machen wir mal den Schwenk so ein bisschen hier rüber. Willst du hier? Genau, wir machen jetzt Folgendes. Du gehst einfach einen Schritt zur Seite. Ja, und bleibst auch mal ganz kurz hier mit deinem Laptop. Mhm. Denn hier haben wir jetzt den nächsten Kracher, der schon wirklich genial ist, denn hier haben wir jetzt zwei Geräte in einem. Und da schaut euch das mal am besten so an. Du hast hier den Handwerkerkoffer und hier drin haben wir Folgendes. Wow! Ton war kurz kaputt, nein, Spaß. Wir haben hier diese beiden Geräte drin. Das heißt, du hast einerseits erstmal hier den 18V55, einen Mega-Akkuschrauber, das ist Nummer 1. Als zweites hast du hier einen Schlagschrauber, Nummer 2, hast zwei Akkus, 1, 2 und ein Ladegerät und den Koffer. Und das Ganze hier für 299,99. Ja, voll Pro-Deal fähig, auch hier bekommst du einen Akku dazu, ein 4 Ampere pro Core, wenn du das Ganze dir holst, ja. Und bist dann am Start. Und dann hast du hier diese beiden Geräte. Und wir haben hier den 200er, ja, mit Hexaufnahme hier drin, aus dem Vierkant, ja, ich brauchte ein bisschen. Dazu gibt es ja auch von Bosch zum Beispiel hier die Nüsse. Tun einfach mal einen drauf. Hier häufig benutzt für einen Radwechsel, weil wir genau das Gerät da sehr häufig für nehmen, weil es in der Regel reicht. Ja, und schon. Hier Nüsse da drauf, Nummer 1. Und Nummer 2, was du hier eben nutzen kannst, ist, du kannst zum Beispiel auch so einen Adapter nehmen, einfach hier rein, so nach vorne ziehen, rein und schon. Und schon geht das. Und dann geht's los. Wichtig ist aber Folgendes: Du brauchst schlagfeste Bits, wie zum Beispiel die ich jetzt hier gerade in der Hand habe. Von Bosch, ja, schlagfeste Bits und dann geht es auch schon damit zur Sache. Ja. Cooles Set finde ich, für 2,99 bekommst du zwei Geräte, ja, zwei Top-Geräte mit Akku, Pro-Deal, noch ein Akku dazu, Ladegerät, Koffer, alles dabei. Aber wir reden jetzt viel von Akkuschraubern und Schlagschraubern. Was ist deiner Meinung nach ein Preis-Leistungs-Akkuschrauber für den klassischen Heimhandwerker? Ich weiß, die Frage wird regelmäßig gestellt, aber welchen würdest du dann empfehlen? Ich würde entweder den, je nachdem, was du haben möchtest, wenn wir im 18-Volt-Segment sind, ja, das ist ganz wichtig, im 18-Volt-Segment würde ich entweder zum 55er greifen, das ist genau der hier. Das ist ein enorm gutes Gerät. Ja. Mit dem hast du richtig Spaß, das macht alles, was du haben willst und hat auch richtig, richtig, richtig Kraft. Aber würdest du schon sagen, der 55er oder würdest du dann schon wieder zu einem Flexi-Clip? Aber genau. Preis-Leistung muss man dann ja auch mal gucken. Ne? Genau, jetzt kommt zum Preis-Leistungsthema. Das hier ist einfach wirklich im 18-Volt-Bereich. Das reicht eigentlich. Wir kommen gleich zum 150 Newtonmeter.
Kommen wir gleich dazu. Aber der nächste, den ich hier oben drüber sehe, ist der 60 FC oder der 90 FC. Und bei den Geräten haben wir halt einen etwas höheren Preis. Wenn du sagst, okay, du kannst das dir leisten, dann nimm den 90 FC und du hast halt ein Gerät, wo du auch den ganzen Flexi-Click-Zubehöre dabei hast. Hast auch so einen kleinen Bohrhammer quasi, ja, mit dem du auch immer in eine Wand bohren kannst, wo du wirklich einen Bohrhammeraufsatz, also einen Hammeraufsatz hier vorne dran hast. Du kannst um die Ecke sägen, bohren und so weiter. Das wäre so meine Empfehlung. Das heißt auch nicht, dass der hier schlecht ist, sondern wenn du das andere nicht brauchst, dann wäre ich bei dem. Genau. So. Das war's mit meinen Fragen. Du könntest weitermachen, wenn du möchtest. Okay, stellt mal mehr Fragen. Also grundsätzlich auch nochmal für euch da draußen, pro Deal ist auf den Grundpreis, also auf den Shoppreis, nicht wenn die Rabatte abgezogen sind. Genau. Die Frage stellt ihr immer wieder. Genau, auch hier pro Deal und hier schon wieder pro Deal. Denn hier haben wir jetzt so ein richtiges, so ein Boom-Angebot, wo so alles mit dabei ist. Hier erstmal ganz schön viel Geld, 399 Euro, aber ihr bekommt für 399 Euro hier Folgendes. Ihr bekommt so das Komplettpaket mit allem, was geht. Ihr habt hier Nummer 1 einen 8 Ampere Pro-Core. Ja, also nicht irgendeinen, sondern 8 Ampere Pro-Core. Wir haben Nummer 2 noch einen 8 Ampere Pro-Core. Nummer 3, wir haben hier das Ladegerät und natürlich hauptsächlich der Schrauber. Und das ist ja nicht irgendein Schrauber, sondern es ist der 150C und damit quasi die Schrauberlegende per se. Ja? Ja. 150 Newtonmeter. Ich wollte gerade sagen, die reißen jede Schraube ab. Nee, die schrauben jede Schraube rein und machen genau das, der macht genau das, was er machen soll, nämlich die brachialste, purste, größte Kraft, die es von Bosch eigentlich gibt beim Thema Akkuschrauber, wirklich zu nutzen und damit die Schrauben zu versenken, wie es nun gerade geht. Mir fehlt hier leider der Handgriff im Karton, aber hier normalerweise gehört auch der Handgriff mit dazu. Das heißt, du hast hier noch einen Zweithandgriff, sodass du es auch sichern kannst. Das Gerät hat natürlich Kickback-Control, das heißt, es sichert dich vor einem Überschlag, wollte ich gerade sagen, vor einem Kickback. Das heißt, ich zeige es euch einfach mal. Das heißt, ich habe hier einen Impuls nach oben und dann hört er sofort auf, blinkt und macht und tut. Ich lasse los, bin er sofort wieder bereit und dann geht es wieder los. Ja? Der Kickback kannst du übrigens auch ausschalten, hier über einen Schalter. Und dann würde er das nicht machen, wenn du es in deiner Anwendung nicht brauchst. Ich werde immer wieder gefragt, naja, Sebastian, ist das nicht eine gute Idee? Ich kaufe mal einfach einen 150er und habe dann den Allrounder vom Herrn. Ja? Also dann bin ich doch eigentlich ausgestattet. Mehr geht ja nicht. Und das ist irgendwie wahr und auch nicht wahr. Erst einmal, der 90 FC ist einfach nochmal eine andere Hausnummer, weil er eben so viele Sachen kann. Das Zweite ist, überleg dir genau, brauchst du so ein großes und auch schweres Gerät? Ja? Weil der ist im Verhältnis natürlich, weil das Getriebe und so weiter alles natürlich Platz braucht und auch Gewicht hat, einfach durch viel Metall, wiegt er natürlich einiges. Der 55er hier ist deutlich leichter, auch ein 90er ist deutlich leichter. Ja? Und jetzt komme ich wieder, ich bin überzeugt, der 12 Volt Benutzer. Genau. Jetzt muss man aber sagen, es gibt viele, die einfach sagen, ich möchte halt einen Akkuschrauber und ich möchte, dass der maximal überall jede Salami von jeder Schule ziehen kann, dann ist das hier einfach mal dein Akkuschrauber. Und ich muss sagen, als der rausgekommen ist, das war für mich eine Offenbarung, Jo, da sind wir wieder. Technische Probleme kann man mal haben. Ihr habt nicht nur den Shop leer gekauft, sondern uns hier auch ganz schön die Leitung heiß laufen lassen. Wir sind gleich wieder da. Wir arbeiten fleißig dran. Kleiner Augenblick. In der Zeit sehe ich gut aus. Ich gebe mir Mühe. Ich bin auch wieder da. War ein kurzer Schreckmoment. Der Stream ist bei uns gerade kurz mal ausgefallen. Was ist denn hier los? Ja, du hast von der Offenbarung gesprochen und dann zack, war er weg. Zack, die Offenbarung. So, dann räume ich jetzt mal mein Trinken wieder weg. Ich trinke auch mal was. Ihr schreibt bitte mal, ob der Stream wieder läuft, ja, ob alles wieder in Ordnung ist. Und dann geht's auch schon weiter. So, jetzt. Und wo bleibt die Offenbarung? Genau, Feier, die haben genügend verkauft. So. Ja. So. Wo waren wir?
Wo waren wir? Bei der Offenbarung. 150C. Läuft. Der, für euch nochmal der Hinweis. Alle wieder da. GT Live ist der Code. Genau. Und dann ist auch schon los. So, und natürlich solltet ihr zu den glücklichen Gewinnern gehören, die 50% erstattet bekommen. Ihr gebt den Code ein, kauft ganz normal weiter, bekommt erstmal 20% Rabatt. Und wenn ihr gewonnen habt, bekommt ihr von GoTools 50% zurücküberwiesen. Aber nur, wenn ihr gewonnen habt. Genau. Wir hatten jetzt zwei Gewinner. Könnt ihr mal gucken, vielleicht haben wir schon einen dritten. Ja. Wir haben Gewinner Nummer 3, haben wir auch schon am Start. Und zwar, wir haben, was hat er denn gekauft? Er hat den 12V35 FC gekauft, plus Zubehör und noch jede Menge Schrauben von Heco. Und ich glaube, der Gerno weiß jetzt auch schon, wer gemeint ist, weil ich glaube, nicht so viele haben Zubehör, Heco-Schrauben und den 12FC gekauft, den GSR 12V35 FC. Herzlichen Glückwunsch, ist eine Ersparnis von 219 Euro. Ja, viel Spaß damit. Genau. Alles richtig gut. Nummer 4 wird erst, das dauert noch ein Augenblick, bis er gezogen wird. Nummer 5 kommt ja auch noch. Also bleibt auf jeden Fall dabei. Wenn ihr noch nichts gekauft habt, ihr habt jetzt noch die Chance, bis wir raus sind, etwas zu kaufen und die 50% abzustauben. Genau. Haben wir Fragen zu den Geräten? Nein. Übrigens dadurch, dass wir auch kurz rausfahren. Ist ein bisschen schwierig für uns. Ich kann euch nur sagen, ein Schlagschrauber ist etwas, was die meisten Leute von euch unterschätzen. Viele sehen immer nur, Schlagschrauber ist was zum Räderwechseln. Und das ist eben nicht der Fall, sondern nehmt bitte als Schlagschrauber genauso ein Gerät wie hier, mit einer Aufnahme außen Schlagschrauber, innen drin normal als Innensechskant. Das heißt, ihr könnt dort eure Bits reintun und könnt damit normal schrauben. Braucht man dann eigentlich besondere Bits bei einem Schlagschrauber? Ja, schlagfeste Bits, wie zum Beispiel die hier. Das ist ganz wichtig, wenn ihr normale Bits nehmt, könnt ihr auch Langbits nehmen, zum Beispiel. Aber hier ist wirklich der Vorteil, dass wenn du schraubst, du hast beim 150 FC, 150 Newtonmeter, da brauchst du diesen Zweithandgriff, weil der möchte eigentlich weg, der möchte in diese Drehmoment. Da geht er die ganze Zeit, dreht er und du arbeitest ja dagegen. Die gesamte Zeit, das hast du hier eben nicht. Der dreht ja immer so ein bisschen und schlägt. Auf die Art und Weise brauchst du nur festhalten und kannst ganz normal deine Schraube reindrehen. Das ist schon eine andere Sache. Und wer noch nicht mit einem Schlagschrauber gearbeitet hat, ich sage euch, kauft euch mal ein und probiert das aus. Es macht so einen Spaß. Ja? Das ist mal was völlig anderes, ja. Genau, das ist komplett eine andere Sache. Und ich weiß, da gibt es eine große Diskussion, Schlagschrauber macht das Sinn oder nicht in diesem Bereich. Aber ich sage euch, es ist cool. Ich möchte eigentlich gar nicht von der Bank weg. Das ist, glaube ich, meine Lieblingsbank. Das ist schon so ein Ding hier. Weil ich weiß, was da hinten kommt. Da kommen gleich noch schöne Spielzeug. Ja, na gut. Dann lass uns zur nächsten gehen. Lass uns mal tauschen. So. Übrigens, wenn ihr noch mehr oder andere Werkzeugfragen habt, schreibt die auch gerne in den Chat. Wenn ihr irgendwelche Werkzeugfragen habt, gerne in den Chat, sind wir gerne auch dafür da. Wir wollen die Zeit auch irgendwie nutzen. Ja? Und es soll ja auch meinetwegen auch nicht nur jetzt hier um die Angebote gehen, einfach eure Fragen hier rein. So, hier haben wir an der Stelle, nicht mehr und nicht weniger als ein absolutes Monster. Ich meine es nicht, Sandra. Oh, schade. Sondern. Aber ich mag den. Wir haben hier ein Gerät und zwar der große Koffer, der verrät er schon so ein bisschen, ja? Wir haben hier den. Oh, das musst du rausnehmen. Ich mach hier, du nimmst da. So. Wir haben den. Lest mal den Namen vor. Den GBH 18V34 FC. So. Und der Name FC ist auch ganz wichtig. CF ist ja ganz wichtig. Entschuldigung. Für 415,99 bekommst du hier ein Gerät mit 5,8 Joule Schlagenergie. Und für alles, was du normal irgendwie brauchst, ist das eigentlich ausreichend. Es gibt ja noch den 40er und den 45er mit noch mehr Power. Aber glaub mir, das Gerät hier, der hat so viel Kraft, das ist schier unglaublich. Bei 5,8 Joule musst du auch überhaupt erstmal brauchen. Ja? Und fang bitte nicht an hier mit einem Vierer Bohrer oder so. Ja? Das Gerät wirft den Vierer Bohrer in die Wand. Kannst du mal rausziehen, das ist das Loch drin. Genau.
Wir haben hier aber das letzte Gerät in der Staffel, wo wir SDS Plus haben und nicht SDS Max. Das heißt, wenn du SDS Plus Bohrer hast, ist das hier die Endstufe bei Bosch. Kannst du hier entsprechend reinstecken. Wenn du aber sagst, du möchtest keinen Schlag haben, das kann ja durchaus mal sein, kannst du das hier nicht auswählen. Das heißt, du hast hier nicht die Möglichkeit, das Ganze auszustellen. Ja, hier gibt es nur Schlag. Oder also Meißeln oder Bohrschrauben oder hier den Meißel noch einzustellen. Mehr gibt es nicht. Vorwärts, Rückwärtslauf, ja, alles da. Aber dafür gibt es folgende Funktion. Du kannst das hier zurückziehen, hier das raustun und wir sehen hier ganz neu. Ja, und dann kannst du Folgendes machen. Du kannst das andere Bohrfutter einsetzen. Und zwar genau das. Das hat eine Rundschaft, da kannst du keine SDS. Ich bereite mich nur auf eine Frage vor. Ich habe einfach nur Angst. Du kannst dir keine SDS Plus einsetzen, sondern nur eine Rundschaft. Aber damit ist dann der Schlag ausgestellt, den kannst du einfach hier einsetzen und Feuer frei. Gibt es hier nur in der CF-Variante, das ist ganz wichtig. Und den hast du genau hier. Und wenn du sagst, du möchtest ein Gerät haben, mit dem du im SDS Plus Bereich richtig, richtig durchstarten willst, ja, dann kannst du das damit auf jeden Fall, wenn du so viel Kraft dann auch brauchst. Ja. Wir haben hier 2900 Schläge in der Minute. Oh, das schlägt schon. Ja. Was wir übrigens auch haben, da, ist hier... Da ist der Nachbar wach. Da ist der Nachbar aber sowas von wach. Wir haben hier einen dämpfenden Griff. Was ich übrigens sehr schön finde, ist Folgendes. Du kannst das Gerät tragen, indem du einfach hier draufklickst und dann ist der Griff gesperrt. Ja. Das heißt, ihr könnt ihn einfach so tragen und er läuft dann nicht los. Das ist mir bei anderen Geräten schon ein paar Mal passiert. Ja. Hier ganz schön läuft. Ja. Und auch, was ich schön finde, ist, wir haben einen Vorwärts-Rückwärtslauf. Also das heißt, wenn du dich mal irgendwo verkantet hast, dann kannst du ihn auch wieder rückwärts laufen lassen. Das haben nicht alle diese Geräte, muss man leider sagen. Es gibt einige, die das nicht haben und dann hast du manchmal so, du bist nach vorne festgekantet und kommst du da auch nicht so richtig raus, wenn du da irgendwo in der Nähe von Bewährung steckst, das kann schon echt lästig sein. Ja. Warum hast du das Gerät an der Hand? Weil es hierzu eine Frage gab. Okay. Außerdem wollte ich den Nagler mal in der Hand haben. Ja, aber der guckt so merkwürdig in meinen Bereich und du hast hier den Akku drin. Ja, aber er ist noch nicht an. Wir haben eine Frage zu dem Nagler. Und zwar gibt es dafür, also kann man bei diesem Nagler auch Tackernadeln verwenden? Nein. Das stimmt so nicht. Also bei... Bei dem. Bei dem hier kann man das nicht, das ist richtig. Okay. Es gibt aber einen Klammernagler. Ja. Ich habe ein Video gemacht auf der Messe, wo ich alle Nagler von Bosch in einem Video habe und auch genau zeige, wo Stifte, wo Nägel, wo Klammern, was kann der Mehrfachschuss, Einfachschuss, Irgendschuss, Trippelschuss, Achtfachschuss, alles in dem Video. Guckt ihr das bitte an, das macht total Sinn. Und ihr schreibt bitte mal in den Chat, wie findet ihr eigentlich unsere Messevideos? Das würde mich wirklich mal interessieren. Du kannst mal kurz mitlesen. Das würde mich wirklich interessieren. Es kommt, glaube ich, noch eine Woche oder vielleicht sogar zwei Wochen Messevideo. Ich habe noch eine Frage zu Naglern allgemein. Kann man mit dem Nagler Fußleisten an Porotonwänden befestigen? Oh. Würde ich jetzt... Naja. Kommt drauf an. Erstens kommt es auf die Nägel an und zweitens, eigentlich nicht. Also du hast folgendes Problem. Poroton ist ja erstmal, die äußere Schicht von Poroton ist relativ stark. Also sehr, 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 sehr fest. Das heißt, es kann folgendes passieren. Der Nagel staucht sich, bleibt in der Maschine stecken oder staucht sich so vorne am Holz. Nummer zwei, Poroton ist dahinter relativ weich. Und wenn du die falschen Nägel nimmst, schießt du auch einfach nur durch. Also Poroton... Grüße an den Nachbarn. Ja, weiß ich nicht. So schlimm ist es auch nicht. Aber probier es einfach mal aus. Ja? Da kann ich dir keine verlässliche Auskunft zu geben. Jo, Nagler. So, also die ersten Kommentare sind, dass die Messevideos super waren und gut angekommen sind. Ja, also schreibt gerne mal auch rein, ob wir mal wieder auf eine Messe gehen sollen. Irgendeine andere. Auf welche Messe sollen wir gehen? Ja. Wo Sebastian auf Außeneinsatz. Ja, gerne. Auf Mission. Gerne, genau. Sebastian hat eine Mission, nämlich euch gutes und neues Werkzeug zu zeigen. Und ich sage euch, auf der Messe, da waren schon coole Sachen dabei. Ja, muss man sagen. Schreibt doch gerne mal in den Chat, was waren eure Messe-Highlights? Apropos neu, wann wird der Bosch-Hobel 18V getestet? In Kürze. Also wenn er raus ist, aber wir haben uns entschlossen, erst wenn er wirklich raus ist, wenn wir das erste Exemplar hier haben, wir haben noch keinen. Oder haben wir einen? Nö. Nö, nee, der ist noch nicht angekommen bei uns. Auf der Messe hatte ich ihn schon in der Hand, habe mit ihm schon ein bisschen rumgespielt, gemacht und getan. Also spielt nicht mit Hobeln rum, aber ihr wisst, was ich meine. Das wird ein cooles Gerät, das ist ein sehr, sehr gutes Update, weil der
Alte, war schon wirklich ja, ein bisschen in die Jahre gekommen. Eigentlich gar nicht schlechtes als Gerät, aber der neue ist nochmal, hat Bosch gesagt, dann legen wir mal einen drauf. Ja. Hast du noch eine Frage aktuell? Ja, könnt ihr mal mobile Bandsägen testen? Das würde mich auch mal interessieren. Ja, Mai, das habe ich vor. Kommt. Ich weiß nicht, ob wir die schon liegen haben, aber machen wir in Kürze. Nee, die mobile Bandsägen sind, glaube ich, die wenigsten von euch so bekannt. Das sind ja so kleine Geräte, die man so in der Hand hat und wo du wirklich hier so in der Gegend rumziehst und dann sägst du da. Und da kannst du schöne Sachen mitmachen. Also das, ja, hier hinten mit gelacht, aber genau so ist es ja eigentlich. Ja. Nein, nicht den Arm absägen, sondern du kannst halt wunderbar, vor allem du kannst funkenfrei Metall sägen. Und das können die wenigsten sägen, außer die, die wir hier noch haben, da kommen wir gleich zu. Aber das ist eben etwas, was halt die meisten unbekannt ist. Aber auch Holz kannst du damit sägen. Und wenn du gerade so, sag mal, nicht, wenn du auch aber Balken du, hast. Du musst das richtige Blatt haben. Man muss natürlich das richtige Blatt da drauf haben oder das richtige Band in dem Fall ja. drauf haben. Und dann kannst du auch Holz damit sägen. Und auch einfach mal so Konstruktionsvollholz in einer gewissen Dimension, dann gehst du halt und bist einfach mal durch und hast eigentlich einen erstaunlich sauberen Schnitt bei einem großen Material, wo du sonst so kaum durchkommen würdest. So, bevor apropos, wir... Apropos durchkommen, ne? Bevor wir durchkommen, ja, genau. Säge. Wir haben hier so eine Stichsäge. Nächstes. Nein. Ich habe hier für 163,99, ja, allen denen die 150 eigentlich ein bisschen zu groß oder zu teuer ist, ist das eure Säge. Die 125S ist eine extrem gute Stichsäge. Ja. Der quasi Vorgänger ist ja die hier, die VLI. Aber an der Säge hier ist einiges anders. Ja. Es hat ein deutlich anderes Handling, ist deutlich stärker, schafft deutlich einen saubereren Schnitt, ja, 90-Grad-Schnitt als die hier. Liegt besser in der Hand und so weiter und so fort. Was man, ich versuche das mal, vielleicht kann man das auch sehen, es ist vom Handling hier einfach anders. Also wenn du das in die Hand nimmst, ich versuche euch das mal irgendwie, ich kriege das nicht so richtig transportiert. Also diese Säge liegt einfach besser in der Hand. Kann ich nicht anders sagen. Ja? Das heißt nicht, dass sie so schlecht war, aber die ist einfach noch besser. Ja? Wenn ihr noch mehr haben wollt, wäre es die 150er. Die habe ich aber heute leider nicht da. Die dann auch entsprechend also ultra krass ist. Ja? Was ihr noch habt, ihr habt hier ein Licht mit dabei, ihr habt hier Pendelhub, alles was man so haben will. Man kann das Ganze hier auswerfen und so, jetzt kommt hier eine böse Frage? Oder was? Nein. Okay, hat man alles dabei, 133,99. Und bitte glaubt mir, diese Sägen, ja, haben so viel Kraft, du brauchst einfach kein Kabel mehr. Ja? Weil viele haben noch Stichsägen mit Kabel, macht das nicht. Das macht überhaupt gar keinen Spaß. Hier kommt ein Akku hinten ran, 4 Ampere Pro-Core. Da kannst du auch mal mit einem 2 Ampere arbeiten. Oder mit einem älteren 4 Ampere, 5 Ampere, 6 Ampere. Kannst du arbeiten und hast einfach jede Menge Spaß. Und nochmal von mir. Ja, ich persönlich arbeite sehr gern genau mit dieser Form und eben nicht mit dieser Form. Auch Sandra, die würde auch das hier nicht mit der Kneifzange anfassen. Das hier macht einfach viel mehr Spaß, weil du kannst eben von oben arbeiten, hast sehr eine hohe Kontrolle, kannst aber auch von unten arbeiten. Und hast da auch eine sehr hohe Kontrolle. Von oben gearbeitet, tu's halt clean, das typische Bosch-Blatt, rechts, links verschränkt. Und damit hast du wirklich ausrissfrei oben und unten. Ja? Früher kannte man das nicht. Und ganz viele Leute schreiben bei unseren Videos, bei Helden der Wäsche immer wieder, Mensch, arbeite doch nicht von oben, was ist so die völlig falsche Säge, was soll denn das hier? Ja. Ja, ganz einfach, damit funktioniert das und du musst nicht von unten arbeiten. Ja? Und gerade die absoluten Anfänger oder auch Leute wie wir, die nicht den ganzen Tag damit arbeiten, haben damit richtig viel Spaß. Na, ich arbeite lieber von oben, weil ich einfach so besser gucken kann. Und wenn ich dann ein Sägeblatt habe, dass es mir nicht ausreißt. Okay. Warum auch nicht? Genau. Ja. Aber du hattest die gerade in der Hand. Vielleicht macht es Sinn. Ich weiß, dieses Angebot ist jetzt nicht unbedingt Pro-Deal-fähig, aber welche Prämien gibt es aktuell gerade im Pro-Deal? Genau. Im Pro-Deal haben wir Nummer 1, die VLI. Nummer 2... die VL, habe ich den Namen sogar vergessen, VLIB für Bügel. Buja. Genau. Und Nummer 3 haben wir den Winkelschleifer hier. Und Nummer 4 gibt es den Akku. Das ist im Wesentlichen der Pro-Deal. Gibt noch Zubehör Pro-Deal. Das, was wir heute haben, sind genau diese 4 Geräte. Und nicht, weil wir das nicht haben, sondern bei Bosch gibt es eben den Schlagschrauber aktuell nicht. Und ganz wichtig beim Pro-Deal, dein Deal, den du dazu bekommst, wie zum Beispiel hier, wenn du das Gerät hier kaufst, den bekommst du von Bosch zugeschickt. Genau. Nicht von GoTools. Das ist ganz wichtig. Gibt es eigentlich noch Feedback zu den Messevideos? Würde mich mal echt interessieren.
Ich habe noch eine leichte Ergänzung zu den Pro-Deals. Wir haben ja auch den Pro-Deal bei den Laser. Da gibt es ja auch Akkus dazu. Ich blende das gerade ein, die Zuschauer sehen es. Ja, genau. Also nur weil ich habe es halt heute hier nicht so gerade, noch nicht da, kommt glaube ich gleich noch. Bei einem Laser haben wir auch noch im Angebot, da gibt es auch 12 Amperestunden, nicht Amperestunden, 12 Volt Akku dazu oder halt ein 18 Volt. Ja. Okay, so, jetzt gehen wir aber mal dahin. Ja. Denn wir haben hier Segen, Segen, Segen. Aber wenn ihr sagt, ach, so ein bisschen Segen ist so eine Sache, wir wollen mal so richtig sägen. Ja? Wir wollen ultimativ sägen, dann brauchen wir eine Säbelsäge. Oder wir wollen auch Metall sägen und zwar ohne Funken. Auch da eine Säbelsäge. Und ihr seht schon am Koffer, das ist nicht irgendeine Säbelsäge, sondern das ist eine Säbelsäge, wo es halt richtig zur Sache geht. Ja? Wir haben hier die GSA 18V32. So, hier haben wir sie. Schon mal ein Monster. Das war ein Monster und dazu gibt es ein Blatt und zwar für Metall. Ja, das gehört mit zum Angebot, ist gleich mit dabei. Und hier haben wir nicht ein ordentliches Metallblatt, aber der Vorteil von diesen Sägen ist einfach mal, hier im Preis 223,99, ich sehe es hier gerade. Der Vorteil, den wir bei der Säge haben, ist, die hat erstens bei Metall keinen Funkenflug. Das heißt, du hast keinerlei, also diese Brandgefahr, die du häufig hast und dieses Hin und Her, das hast du einfach nicht. Der zweite Vorteil, wenn du mit dem hier auch Metall machst, du kannst natürlich Holz bearbeiten, weil Metall ist einfach ein Riesenvorteil, weil du hast einfach einen schönen, ordentlichen, sauberen Schnitt, weil du schneidest einfach runter, bums, wo du mit einem Trennschleifer schon viel Übung auch brauchst, um das ordentlich zu machen. Ja? Und das ist einfach so, dass das einfach von vornherein einfach super gut funktioniert. Ja? Du hast hier auch das hier, um ihn noch also in die Gürtel zu hängen. An die Gürtel eher nicht. Nein, also an die Leiter zu hängen, auch das hast du mit dabei. Und du hast halt einfach mal auch ein enorm kräftiges Gerät, ja. Weil so viel Hub, du hast hier, ich habe es extra nochmal stehen, 32 mm Hub. Das heißt, 3,2 cm geht dieses Blatt vor und zurück. 3,2 cm, um zu sägen. Da kannst du dir vorstellen, ein riesiger Fortschritt oder Arbeitsfortschritt in sehr kurzer Zeit. Das Gerät selbst Pro-Deal-fähig für einen Pro-Core-Akku. Das heißt, wenn du das kaufst, hast du auf jeden Fall schon mal deinen Pro-Core-Akku und noch die Chance auf 50%, jetzt gerade, bis wir aufhören live zu sein. Und ihr müsst euch langsam so ein bisschen beeilen. Es ist bald 19 Uhr, also ganz bisschen beeilen. Wir haben noch, ich glaube, 3 Geräte und werden schon noch ein bisschen da sein, aber nicht mehr so viel Zeit lassen. Genau, der vierte Gewinner kommt gleich. Frage. Könnt ihr mal ein Vergleichsvideo zwischen Bosch Säbelsäge und Bosch Kleinkettensägen, also Astsägen, machen? Gibt es von Bosch Astsägen? Ja? Bosch Professional? Ja, ich glaube. War das nicht? Okay, gut. Regie sagt ja. Okay. Ich gerade nicht so ganz im Stoff. Das müsste als Astsäge, wenn das die ist, die ich meine, dann ist das so eine kleine Säbelsäge quasi. Also die kleinste Version gibt es auch als 12 Volt. Ach so, ja, aber das ist ja, ich rede ja von der Kettensäge, oder? Nee. Eine Astsäge. Astsäge war gemeint. Okay, okay, okay. Nee, also es gibt natürlich eine kleine, eine deutlich kleinere. Da hast du, die sieht auch wesentlich kleiner aus, das ist ein Einhandgerät, gibt es auch als 12 Volt. Weiß nicht, ob das jetzt gerade damit gemeint war. Habe ich alles schon mal vorgestellt, würde ich jetzt nicht nochmal testen wollen. Okay. Ich finde auch so schnell keine. Hast du eine Frage zu den Geräten? Zu den Geräten jetzt eben nicht, nein, aber zu alten Geräten, also die wir schon hatten. Leg doch mal los. Also erstmal bringt der GDX 18V200C die Schrauben der Reifen auf. Komisch also, gestellt, ob er sie aufmacht, ja. In der Regel wirst du deine Autoreifen damit lösen können. Es ist eben keine Garantie, dass du bei Autoreifen es immer gelöst bekommst, denn du hast jetzt einen Lösemoment, was nicht in die Unendlichkeit geht. Aber ich sag mal, 99% der Schrauben werden funktionieren. Und die letzte Schraube, Entschuldigung, die letzte Schraube, die machst du einfach dann mit deinem Drehmomentschlüssel. Genau. Braucht man für die Schwingschleifer bei der Nutzung von Schleifnetzen auch so einen Schleifpad-Schoner? Idealerweise, ja. Schleifer? Ja, ja. Also, wenn du mit den Schleifnetzen arbeitest, ist die Empfehlung ganz klar, immer mit dem Pad-Schoner zu arbeiten, damit nicht dieses Raster, wie nennt man das eigentlich?
Lochding. Diese Noppen, die auf dem Gerät drauf sind, die das festhalten, die könnten sonst schmelzen, weil du ja zwischen dem Holz oder zwischen dem zu schleifenden Material und deinem Gerät hast du ja quasi keinen Platz mehr. Und wenn das heiß wird, dann könnte das sein, dass das irgendwann wirklich kaputt geht und dann keine Haftung mehr hat. So. Noch eine Frage? Wir könnten noch so. Ein Gewinner? Ja. Ein Gewinner können wir noch machen, und zwar, was hat der Gewinner gewonnen? Oh, er hat auch einen FC gekauft. Genau, wir haben noch ein, also der nächste Gewinner mit den 50% hat einen GSR 12V35 FC gekauft und es ist der Stefan. Herzlichen Glückwunsch, Stefan. Herzlichen Glückwunsch. Übrigens, meldet euch mal hier drin, ob ihr euch selber wiedererkennt, weil wir können nicht die ganzen Namen sagen. Das können wir jetzt hier nicht machen. Und denkt dran, du bekommst eine Mail und eine Gutschrift, hier in dem Fall für 129,99. Ja, Glückwunsch. Ja. Ein Gewinner ist noch offen. Und dann kann es auch schon losgehen. Genau, dann würde ich auch sagen, sind wir mit dem Tisch soweit durch? Raus damit! Können wir wieder. Dann kann ich noch einmal kurz was trinken. Und dann geht es auch schon weiter. Es ist übrigens kein Whisky drin. Ja, ja. Könnt ihr mal bitte ein Video über einen Gratschleifer oder Metallkreissäge machen? Ja, Gratschleifer, Metallkreissägen. Gratschleifer hatten wir letztens gerade, glaube ich, irgendwo. Heißt das nicht Gratschleifer oder Geradschleifer? Gratschleifer, würde ich sagen. Hatten wir vor kurzem, aber können wir gerne nochmal aufnehmen, kommt auf die Liste. Ja, dann kann es weitergehen. Was haben wir denn hier? Fangen wir mal an, genau. Was würdest du nehmen? Das. Das da? Ja, denn darauf freue ich mich. Darauf freust du dich nicht? Das finde ich cooler. Okay, nehmen wir das hier mal zur Seite und nehmen das Gerät. Wir haben hier einen Laser, und zwar das Gerät, was vorhin auch gekauft wurde, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, der erste Gewinner, ne? Genau, wieder ProDeal-fähig. Und zwar, wenn du das Gerät hier hast, ja, ich mache es mal auf, hier bekommst du einen Laser, und zwar den GLL3-18CG-Set für 479,99. Und da hast du erstmal hier in der Tasche das Gerät. Dazu, übrigens ist ein grüner Laser, nicht irgendein Laser. Dazu bekommst du hier einen Akku, ist hier schon drin. Ein zweiter Akku ist dabei. Dann bekommst du den Akkulader. Dann bekommst du hier deinen Halter dafür und nochmal einen Halter, um es am Gerüst festzumachen. Ja? Beides zusammen. Also alles zusammen hast du dann da. Und wenn du das Gerät so kaufst, dann hast du folgenden Vorteil. Genau. Also folgender Vorteil, du kannst dir noch einen weiteren 12-Volt-Akku über die Premium holen. Ja. Ja. Also im 12-Volt-Bereich, dann hast du schon drei Akkus, kaufst das nächste Gerät solo. Haben ist besser als brauchen. Haben ist besser als brauchen. Der große Vorteil hier ist ein 360-Grad-Laser. Das heißt, wir haben wirklich in jeder Achse hier einen Laser, und zwar als grünen Laser. Ein sehr, sehr großer Vorteil, wenn du viel Sonnenlicht hast, dann kannst du grün deutlich besser sehen. Ja, rot ist so der Standard, grün deutlich besser. Wir haben bei uns das Problem gehabt, wir haben ja riesige Räume. Und wir haben durchaus mal 10, 15, 20 Meter. Und dann müssen wir irgendwo dann ganz hinten noch sehen, okay, wo ist er denn? Ja? Und da ist es mit dem Grünlaser viel cooler gewesen. Ja, definitiv. Mhm. Und vor allem auch, wenn richtig viel Sonne drin war. Wir hatten ja noch Räume, wo wir nicht abgedunkelt waren, wie hier. Und da war das eine Offenbarung, so einen Grünlaser zu haben. Ja? Vor allem, wenn man so ein Blindfisch ist wie ich. Ja. Es gibt natürlich auch Laserbrillen, ja, kennt vielleicht viele von euch, die man nochmal extra aufsetzen kann, die das nochmal verstärken und womit du das dann eben noch besser sehen kannst. Ja, wenn es Fragen zum Laser gibt, gerne ran. 479,99. ProDeal, Akku noch dazu, zack, los geht's. Übrigens schreibt gerne mal in den Chat auch, was ihr euch im Live wünscht, also was ihr euch in der nächsten Live-Sendung wünscht. Würde mich sehr interessieren. Wir machen immer gerne die Werkzeugfrage live, aber vielleicht wollt ihr auch ein ganz anderes Format haben. Dann gerne in den Chat. Würde mich super, super, super interessieren. Im Chat wurde gerade gefragt, ob das hier eine L-Box ist. Nein, das ist eine Handwerkerbox. Ja. Ja. Ich wollte es nur noch mal zeigen, dass ihr das auch noch mal alle gesehen habt. Also keine klassische L-Box. Genau. Was haben wir hier? Und ich habe gerade heute durch Zufall mit der Oberfräse hier ein Video gedreht. Und zwar der GUF 12
50. Ich wollte nur sagen, ich liebe Oberfräsen. So. Ja, okay. Der GOF 1250 CE. Die haben wir genau hier. Die ist deswegen auch nicht so perfekt eingepackt, wie sie bei euch ankommt, weil ich sie heute auch schon im dabei hatte. Nimm mal bitte kurz mit. Und genau, diese Fräse ist im Angebot für 319,99. Ihr habt hier ein Gerät mit 1250 Watt, was mehr als ausreicht. Wir haben heute auch andere Geräte gehabt mit 1000 Watt. Auch die reichen in der Regel völlig aus. Und mit denen kommt ihr auf jeden Fall wirklich, wirklich weit. Ihr habt hier einen großen Vorteil. Ihr habt einen schönen Hebel, könnt die Höhe einstellen. Ja, von der Seite Hebel, Höhe eingestellt, wo ihr es hinhaben wollt. Sehr intuitiv, ja, und könnt dann hier arbeiten, machen und tun. Ja. Das finde ich sehr schön und sehr intuitiv, weil ihr hier dran nichts habt, ja, und auch hier nichts habt und könnt hier schön mit Arbeiten drücken und hier, was heißt drücken, ihr könnt das führen. Ja. Man muss beim Arbeiten keine Angst haben, dass man aus Versehen etwas verstellt, weil man die Hände quasi an festen Griffen hat. Genau. Was auch eine mega gute Sache ist, ihr habt hier die Absaugung nicht so als Anbauteil irgendwo hier mit dran, sondern ihr habt die Absaugung hier im Fuß drin. Ihr könnt es auch übrigens hier sehr gut sehen. Ihr seht hier, dass hier die Ansaugung hier reingeht und das, was hier ist, einfach absaugt. Und wir haben kein extra Teil, was entweder nicht da ist oder kaputt ist. Ja. Der Klassiker. Ja. Ansonsten haben wir das hier, einen klassischen Revolver, den wir einstellen können, ja, wie wir es haben wollen, können die Tiefe einstellen und so weiter und so fort. Also alles so, wie man das braucht. Im Chat wurde gerade gefragt, ob man diese Oberfräse auch als Kantenfräse benutzen kann. Oh. Ich würde es nicht machen. Naja, nee, das würde ich so nicht sagen. Ist die Frage, wie filigran das gerade ist. Natürlich könnt ihr damit ohne Probleme Kanten fräsen. Ja? Also ihr könnt es hier nehmen, könnt an der Kante entlang arbeiten. Es ist einfach ein bisschen handlicher. Und Sandra ist einfach nur gewohnt, ja, so viele Fräsen zu haben. Wir selber haben im Dauereinsatz, also bei uns wirklich ernsthaft und andauernd im Einsatz, 5 verschiedene Fräsen. Man kann nie genügend, das ist wie Akkuschrauber, man kann nie genügend Fräsen haben. Wir haben 2 Handfräsen, wir haben 3 normale Oberfräsen, wir haben die in der CNC eingebaut, überall haben wir Fräsen. Und das hier ist eine unserer Standardfräsen. Ja, kennt ihr auch aus unserer Werkstatt. Mhm. Wir haben sie noch als LCE-Variante. Da hatten wir hier ein LCD-Display. Aber die gibt es aktuell nicht. Ja. Ich glaube, die wird es auch nie wieder geben. Denke ich auch nicht. Die ist raus und das hier ist der aktuelle Standard. Ist übrigens ein sehr gutes Angebot. Heute Morgen habe ich noch einen ganz anderen Preis im Video gesagt. Der aktuelle ist, das ist schon cool, ja, muss man sagen. Ja, ihr könnt auch die Geschwindigkeit einstellen, alles was ihr haben wollt. Spannzange ist nach meiner Erinnerung hier auf jeden Fall ein 8er dabei. Ist hier noch eine 6er und noch eine 6er. Ja? Das ist keine 12 mm Fräse, das ist immer ganz wichtig. Ja, und im Chat kommt direkt die nächste Frage. Kommt demnächst eine Akkuvariante? Also man kann es, glaube ich, inzwischen auch offiziell sagen. Bosch hat ja eine Akku-Oberfräse angekündigt. Hm. Wollen wir, sie kommt. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen. Gucken wir. Vielleicht Ende des Jahres, wer weiß. Vielleicht nächstes Jahr, auch das, wer weiß. Ja. Frage? Nicht dazu. Okay. Aber es wird gewünscht, oder die Frage ist, ob wir mal Tests mit Dekupiersägen machen können. Dekupiersägen? Schon speziell. Ja, aber auch hier. Wir schreiben das mal auf. Okay. Wir kommen zum letzten Gerät. Genau. Und denkt dran, wir haben ja noch einen. Ein Gewinner ist noch offen. Und den werden wir auch noch gleich ziehen. Ja. So. Vorher werden wir aber noch ein paar Fragen beantworten. Genau. Denn es ist ja so, wir werden den Gewinner auch wirklich erst ziehen, wenn wir durch sind, damit auch jeder, der jetzt im Live dabei ist, auch wirklich eine Chance hat. Genau. Ja? Denn nur so lange, wie wir live sind, gilt das mit diesen 50% und dass wir 5 Leute raussuchen. 4 hatten wir schon, der 5. kommt genau jetzt. Und wer noch kein Like unserem Live gegeben hat, bitte like doch unser Live. Wir sind gut bei. Ja? Geht. Genau, wunderbar. Okay, was haben wir jetzt noch? Jetzt können wir euch quasi zurückgucken. Wir haben jetzt hier eine Inspektionskamera. Ein großes Display. Moment, ich zeige euch das mal. Hier für 295,99 €. Auch das hier pro Deal fähig. Hier bekommt ihr auch Folgendes. Wenn ihr das hier kauft, bekommt ihr einen weiteren 12-Volt Akku. Ja? Und jetzt gehen wir mal los und machen hier mal einen Akku rein. Hier haben wir einen 2 Ampere-Stunden. Gehört mit zum Lieferumfang. Also das Gerät, Ladegerät, das schöne Inlay übrigens gehört auch mit dazu.
Und dann könnt ihr Folgendes machen. Ihr könnt übrigens, weil viele das immer wieder fragen, ihr könnt es auch abnehmen. Ja? Und im schlimmsten Fall, soll es mal kaputt gehen, kann man es auch nachkaufen. Und wir haben hier Folgendes. Wir stecken das mal ran. Zack. Und machen das Gerät auch mal an. So. Der Vorteil dieser Inspektionskammer ist Folgendes. Ihr habt auch ein wirklich eine lange Kamera. Das ist eine Kammer, wo das eine Always-Up-Funktion. Das heißt, egal wo ich jetzt hier hingucke, ist es so, dass das Bild immer nach oben zeigt. Dann hast du eine viel bessere Orientierung. Du weißt, mit solchen Kameras weißt du im Zweifel nicht, wo bin ich denn jetzt gerade, wo ist oben, wo ist unten. Und das Bild ist gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also man kann eigentlich genau sehen, was jetzt hinter der Kamera passiert. Hier ist, auf jeden Fall hier mal ein Finger und der ist gestochen scharf. Ja, aber auch das, was 10 Meter weiter weg ist. Ja, ja. Also für euch, ich zeige euch gleich mal das Bild, aber missversteht das Bild nicht, als jetzt haben wir hier 10 Meter weiter weg, ja, das ist weiß. Ein bisschen unscharf. Das ist dafür gedacht, um relativ dicht hier etwas sich anzuschauen. Und wir machen jetzt mal Folgendes, ich zeige euch mal selber. Ja, das seid ihr. Ich glaube, das kann man halbwegs sehen. Hier, hallo. Bin ich jetzt im Fernsehen? Ja, genau. Aber wir machen jetzt mal Folgendes, ich lasse das hier mal da. Geh mal auf die andere Seite, dass du mir sagen kannst, ob das gut ist. Weil ja, ich gucke jetzt mal hier rein, zum Beispiel. Jetzt könnt ihr sehen, wie sieht denn so eine Oberfräse gerade von innen aus. Ja? Oder wir gehen jetzt hier auch mal hier hoch, hier ran. Und man kann genau sehen, was denn da so Sache ist. Ja. Ja, bei der Oberfräse ist irgendwo eine Verstopfung, irgendwo eine Kante, irgendwas anderes. Ja? Das kannst du dir alles anschauen. Nämlich du hast hier ein Licht dabei und das Licht weist dir das Licht und zeigt eben, was gerade Sache ist. Wir haben damit gerade in Trockenbau Erfahrung gesammelt, haben im Trockenbau dahinter mal was gesucht, gemacht, getan. Wo ist denn jetzt eigentlich das, was wir gesucht haben? Ist ja noch ein Stromkabel oder so. Weil wir hatten sowieso ein Loch drin, weil wir einen Dübel haben. Ja? Mhm. Dann Dübel raus, zack und reingeguckt. Da kannst du tolle Sachen machen. Auch wenn du zum Beispiel im Motorraum bist, kannst du auch mal an Stellen gucken, wo du gar nicht so ohne weiteres hinkommst. Gibt es davon auch eine längere Version oder ist das immer gleich lang? Da fragst du was. Nach meinem Wissen ist das immer gleich lang. Mhm. Aber das, im Zweifel mal gucken. Das weiß ich gerade wirklich nicht. Ja, ist ein mega Gerät und wenn man das hat, dann hat man es halt. Und man benutzt das dann interessanterweise auch oft und auch mal für andere Sachen. Ja? Irgendwo ist was hintergefallen, man findet irgendwas nicht. Und selbst wenn man das Katzenspielzeug sucht. Auch das haben wir damit schon gesucht. Ja, genau. Nee, ich finde das ein mega Gerät und es macht auch richtig Spaß, damit zu arbeiten. Wenn man da mal ein bisschen mal rumgespielt hat, das ist schon cool. Ja. Gibt es dazu Fragen? Nee. Ich muss noch was trinken. Gut Durst heute. Ja, ich merke heute so ein bisschen kratzen, weil ich habe für euch heute schon was gedreht. Mhm. Und zwar habe ich heute einen großen Rasenmähertest gemacht. Und wir haben heute, das können wir ein bisschen vorweg schon mal sagen, wir haben den Bosch Rasenmäher getestet. Ja. Du hast den ja vor kurzem mal Heldner Werkstatt getestet. Und das Ergebnis ist krass, denn wir haben Folgendes gemacht. Übrigens der Code heute, jetzt hier gerade noch, GT Live. Ja? Wir haben Folgendes gemacht, wir haben so 350 Quadratmeter, so etwa gemäht. Ja. Und was hast du, wie war dein Gefühl? Super cool. Also der Mäher, ich habe ihn ja ehrlicherweise gegen unseren 14 Jahre alten Bosch Grünrasenmäher getestet. Natürlich 14 Jahre Zeitunterschied merkt man. Und ich wollte halt wissen, wie viel besser ist er oder ist er überhaupt besser? Und ja, natürlich, er ist etwas besser, hat natürlich eine etwas breitere Schnittbreite und so weiter. Aber letztendlich ist es ein Akkumäher, der halt auch genauso gut durchgehalten hat. Also er war definitiv nicht schlechter. Ist ein größerer Mäher, das muss man wissen. Aber trotzdem, ich fand ihn cool. Er geht gut vorwärts. Nur auf unserem Rasen ein bisschen doof, weil der ist immer so uneben. Ja, da müsste man was machen. Aber der große Unterschied zwischen dem alten Mäher, den wir haben, und dem neuen ist, der hat so viel mehr Power. Hm. Wo wir beim alten Mäher das schon mal hatten, schon öfter mal hatten, wenn das ein bisschen zu viel Rasen war, und du warst ein bisschen schnell so, aus, und zurück, okay, noch langsam, und bei dem rennst du quasi durch den Rasen durch. Und was auch cool war, 350 Quadratmeter, wir hatten 2,8 Ampere pro Quarter drin, und das war ein Stern, also 20, zwei Sterne. Also 3 von 5 waren hinterher noch. Genau, also ergo, so 60% waren noch drin. Wir hätten also noch mal deutlich weiter mehr und weiter mähen müssen, wo wir bei unserem alten Mäher bis dahin locker mal ein oder zwei Akkus hätten tauschen müssen. Genau, und ich habe bei dem Mäher nur 2 Akkus, weil da passen ja nur bestimmte Akkus rein. Der Vorteil von dem Blaurasenmäher ist, ich kann auch alle anderen Akkus nehmen, die ich in der Werkstatt habe. Und eine Sache kann ich euch sagen, wir haben genug Akkus. Ja. Ja, also wir können, glaube ich, auch 5000 Quadratmeter mähen.
Oder auch 10.000 Quadratmeter. Hm. Ja, ich. Frage. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt, aber mach's nochmal. Kann mir einer sagen, was der Unterschied zwischen dem GWX18V10SC und dem GWX18V10PC ist? Ja, kannst du das Gerät nochmal hierher holen? Mal gucken. Das Thema ist einfach der Schalter. Man muss auch sagen, das ist erstmal echt verwirrend. Beim allerersten Mal, als ich mir die Geräte angeschaut habe, war es auch so, SC, PC, irgendein C, was ist denn hier los? Ja? 5C. Aber selbst ich habe es jetzt irgendwann verstanden. Genau. Wir haben hier beim SC einfach einen Schalter, den ich hier mit dem Daumen ja, so drücken kann und auch festhalten kann, also dass er dauerhaft läuft. Ja, ich kann jetzt theoretisch, wenn ein Akku drin wäre, würde er jetzt laufen und ich könnte machen und tun und müsste nicht das Gerät die ganze Zeit am Laufen halten, indem ich hier drauf drücke. Beim PC habe ich hier einen Schalter, einen sogenannten Pedal-Schalter, den muss ich einmal entriegeln und dann kann ich hier drauf drücken. Das ist ein sehr großer Schalter, für Handschuhe perfekt, einfach zack, ran. Und da ist es so, dass durch das Festhalten des Gerätes an sich läuft das Gerät. Solange, sobald du loslässt, ist das Gerät aus. Finde ich eigentlich ganz cool, weil das ist eine Sicherheitsfunktion. Ja? Und dadurch, dass es so ein sehr leichtes, also nur so ganz klein, so ein Taster, keinen großen Schalter, da tastet man einfach nur und dann ist das Gerät an. Hm. Ja? Und weil es gibt ja auch das hier als Nicht-Feststellversion. Auch hier gibt es eine Version, wo man den nur die ganze Zeit musst du den hier so gedrückt halten. Das gibt es ja auch. Ja? Aber das macht irgendwie gar keinen Sinn. Nee, das finde ich extra nervig. Jo, nee, das ist der Unterschied, PC, SC. Genau. Dann war eine Frage, dass wenn man sich eine Kappsäge kauft, kommt die schon perfekt eingestellt zu Hause an? Ja. Immer? Naja, nicht von jedem Hersteller. Okay. Gut. Ja, also die Geräte kommen natürlich eingestellt zu euch. Das ist auch ein bisschen die Frage, also wichtig ist bei Kappsägen zu verstehen, das sind große, massive Geräte und die werden im Werk eingestellt. Die sind erstmal justiert. Aber wenn irgendwo auf dem Transportweg jemand mit dem Ding Bingo gespielt hat, dann kann das natürlich auch sein, dass da irgendwas verstellt ist. Es ist theoretisch möglich. Die sind sehr gut verpackt, das ist sehr, sehr gut alles gelöst. Aber ihr habt bestimmt schon alle diese Videos im Internet gesehen, was Leute mit diesen Paketen machen. Das heißt, da können auch Sachen passieren. Im Umkehrschluss ist es auch mal andersrum wichtig. Wenn ihr eine Kappsäge habt, die ist nicht dafür da, um damit eben wirklich hier Kegeln zu spielen bei euch in eurem Transporter. Also behandelt die wirklich gut in der Form, wenn ihr die transportabel habt, ja, dann wenn ihr hin und her transportiert, tragt die an der richtigen Stelle, dazu habe ich im Video auch schon mal was gesagt, und behandelt sie wirklich gut, dass ihr sie nehmt, okay, ich stelle sie rein und schmeißt da nichts gegen, nichts drauf und so weiter, weil dadurch können sich solche Geräte eben auch verstellen. Und das macht ja immer keinen Spaß. Ja, die dann, also, was heißt keinen Spaß? Ihr könnt sie ja auch wieder richtig einstellen, aber das ist alles lästig, weil du merkst es ja meistens erst im Betrieb, dass es eben das nicht ist. Ja. Weitere Fragen? Vielleicht weißt du das. Da auf der Messe der GDR18V220C vorgeführt wurde, kommt dann demnächst auch ein GDS18V220C oder sogar ein GDX18V220C? Ich hatte, wenn ich mich richtig erinnere, sogar ein GDX220C in der Hand, dachte ich. War das nicht ein X? Doch. Doch, doch. Doch, 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 doch. Also die Regie sagt, weiß ich nicht, weil er war nicht dabei. Ich bin der Meinung, das war ein GDX, den ich da in der Hand hatte. Und da kann ich aber die Regie fragen, ist das Video schon raus? Es waren so viele. Das Problem ist, wir haben auf der Messe 30 Videos gedreht. Also schaut euch das Messevideo an. Da habe ich das gezeigt, das Gerät. Ja? Das muss ich wirklich passen, weil das Problem ist, die Messe waren 4 Tage. Und in diesen 4 Tagen habe ich 30 Videos für euch gedreht. Das ist wirklich, das war schon schwierig. Ja? Und es tut mir leid, dass auch nicht immer der Ton perfekt ist. Es war ultra laut. Es war wirklich unfassbar laut. Wir hatten eine durchschnittliche Lautstärke, die Uhr kann das ja messen. Wir hatten eine durchschnittliche Lautstärke von 93 Dezibel. Also nochmal, 93 Dezibel. Da kann ich auch hier die Tauchsäge nehmen, einfach die ganze Zeit hier laufen lassen und so um mich rumschwenken. So laut war es dort auf der Messe, weil alle irgendwo Werkzeug ausprobiert haben und wir haben nebenbei gefilmt. Ich weiß, dass einige gesagt haben, oh, der Ton ist irgendwie schlecht. Wir haben das Allerbeste, was irgendwie ging, rausgeholt, weil es war direkt neben uns. Ja? Das waren unter 2 Meter teilweise, wo es ultra laut war.
Aber das hat richtig Spaß gemacht, die 30 Videos zu machen für euch. Und uns allen auf der Messe hat es richtig Spaß gemacht. Und auch vor allem, ihr habt richtig Spaß gemacht, denn wir haben zusammen sehr, sehr viel zusammen gemacht, interagiert, haben viele Gespräche geführt, leider nicht genug, weil ich die ganze Zeit im Film war. Ja. Eine Frage zu dem. Ist hier die Kamera schwenkbar? Schwenkbar? Eine komische Frage. Ich denke, naja, du hast vorhin ja schon mal erwähnt, dass wenn es an ist, je nachdem, wie du das, die Kamera dreht mit. Ja, also erstmal, du kannst die Drehung ausschalten. Das heißt, du kannst also erstmal sagen, das macht es nicht. Und schwenkbar ist natürlich in dem Form, dass du jetzt einfach das drehst. Ja? Du kannst das ja hin und her drehen und dann schwenkst du natürlich auch das Bild. Dazu würde ich das jetzt mal interpretieren. Ja. Ja, ich würde sagen, das war es auch erstmal mit den Fragen. Keine weiteren Fragen. Freunde, wir haben doch sonst weniger Zuschauer und mehr Fragen. Was ist denn hier los? Erstmal, es freut mich, dass wir so viele dabei haben. Es freut mich auch, dass wir heute mal endlich mal wieder über die 1000 Likes gekommen sind. Und du, vielleicht scrollst du mal ganz kurz hier durch. Kann ich mit der Kamera in einem Rohr um die Ecke schauen? Ja, auf jeden Fall. Wenn das Rohr um die Ecke geht, dann kannst du da auch rumgucken. Ja, auf jeden Fall. Komm mit einer. Das Video zum GDR 2020 ist am 18., also quasi gestern raus. So steht es in meinen Unterlagen. Also das GDR-Video einfach anschauen, kam gestern. Ja. Ist auch ein sehr schönes Gerät, hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Sehr kompakt. Und wenn ich im Schlagschraubbereich anfange, dann würde ich genau dieses Gerät nehmen. Weil es ist super kompakt. Du hast einen Schlagschrauber, kannst auch Nüsse damit nutzen, kannst aber vor allem auch Bits damit nutzen. Ja. Übrigens nochmal der Hinweis, wenn wir heute raus sind, gibt es natürlich weiter die 16 Angebote, ja. Es gibt weiter den Pro-Deal, es gibt weiter die 20% da drauf, ja. Und so weiter und so fort. Alles gilt weiter, auch außerhalb unseres Lives. Bis Montag 23.59 Uhr. Aber nur jetzt gibt es gleich nochmal den letzten mit 50%. Wollen wir noch irgendwie auf ein, zwei Fragen warten oder wollen wir es raushauen? Das können wir ruhig schon raushauen. 19.13 Uhr sind halt ein bisschen früher fertig quasi. Also danach ist ja quasi der Gutscheincode dann hinfällig. Okay, also der Letzte, der hat Folgendes gekauft. Und zwar einen... Oh, ach, das Set. Ah ja, genau. Also er hat Folgendes gemacht. Er hat den GSA 18V32, also die große Säbelsäge gekauft. Er hat den 125er Gex, also den Exzenterstreifer gekauft und noch einiges an Zubehör und hat in Summe gespart 200,97 €. Und das war der Manuel. Herzlichen Glückwunsch, Manuel. Du hast also auf jeden Fall eine Menge gespart, 200 € und auch mega gute Angebote. Ja? Mhm. Wichtig für euch nochmal, ab jetzt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch. Genau, herzlichen Glückwunsch. Ab jetzt bitte mit dem normalen Code arbeiten, und zwar GT-PRO, um die 20% zu bekommen. Genau. Ja, und auch ganz wichtig, immer wieder ist es so, dass Leute das Video sich später anschauen, also unser Sale-Video hier sich später angucken und dann sagen: Mensch, was ist denn mit den Angeboten? Das gilt für dich nur bis zum Montag, 23.59 €. Ja. Genau, und zwar nur so lange, dass die Angebote reichen, weil einige sind relativ schnell dann auch weg, obwohl wir riesige Mengen haben. So, jetzt aber die Regie. Ja, also nochmal zu dem Gutscheincode. Ihr könnt nichts falsch machen, alle, die ab jetzt bestellen, egal welchen von beiden Codes ihr nutzt, es funktioniert mit 20% jeweils. Ja, spielt keine Rolle. Nur nochmal, keine Angst haben, ihr könnt nichts falsch machen. Genau, ihr könnt nichts falsch machen, außer falsche Werkzeug kaufen. Genau. Ja. Du rufst bitte nochmal, ob es eine letzte Frage gibt, ob es nochmal Themen gibt, weil stellt doch gerne mal Fragen. Welches Akkustarter-Set sollte man sich kaufen? Das, was für dich gut passt. Aus meiner Sicht gibt es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, gibt es ein 4-Ampere-Starter-Set oder es gibt ein 8er-Starter-Set. Gibt es ein 5-5er? Weiß ich gerade nicht. Einfach das, was für dich besser passt. Genau. Und ich muss sagen, die T-Shirts sind sehr haben wollen. Okay. Das geben wir gerne mal an Gotholz weiter. Also Gotholz, schau dir das, also du guckst ja auch zu, ja. Schau dir einfach mal an. Alle wollen das Shirt haben, ja. Vielleicht auch in anderen Farben. Wäre auch mal was, ja. Auch mal was. Ja, dann vielleicht mal in Wert gedruckt, mal in Weiß. Ja, auch. Das wäre cool. Hinten schwarz, echt ran ans Werkzeug. Ja, auch nicht schlecht. So, letzte Frage. Was ist der Unterschied zwischen Procore und Procore Plus? Also 18V Plus.
Ja, der Unterschied zwischen denen sind die Zellen, die drin sind. Wir haben hier einen Pro-Core, also 18V Plus. Ach so. Wir haben keinen normalen. Ah, hier. Wir haben hier nur einen kleinen. Hier haben wir den. Der Unterschied zwischen den beiden ist folgendes. Hier haben wir einen 18V Plus, hier einen Pro-Core. Beim 18V Plus haben wir Tablet-Zellen eingebaut. Das heißt, diese ich sag mal, berühmten Zellen, die auch sehr häufig in Elektroautos drin sind, die einfach eine andere, einen anderen Aufbau haben und eine andere Logik. Hier drin, also das sind die klassischen 21700er, sehr gute Zellen, sehr gutes Energiemanagement, alles super. Aber die haben einen großen Vorteil, nämlich wenn man sich diese kleinen diese Zylinder vorstellt, haben diese Zylinder nicht einen ganz kleinen Kontakt, wo der Strom so irgendwie sich rausquälen muss, sondern die haben einen flächigen Kontakt und der kann flächig auch die Energie rauskommen. Das heißt, ich kann hier wesentlich schneller mehr, also schneller ist gut, mit wesentlich weniger Widerstand Energie rausholen. Dadurch habe ich weniger Wärme. Und weniger Wärme heißt genau zwei Dinge. Das Ding braucht länger, um in die Abschaltung zu gehen, also in den Betrieb, wo man sagt, oh, jetzt ist es zu warm zu gehen. Und Nummer zwei, ich habe auch weniger Abnutzung der Zellen. Weil auch die Zellen, die drin nutzen sich natürlich ab mit der Zeit. Und das habe ich hier deutlich weniger. Genau, ja. Und gerade so ein Winkelschleifer ist so ein Paradebeispiel dafür, oder? Genau, ein Winkelschleifer, wenn du an der Grenze bist, der 18V Plus ist kein Akku, den du jeden Tag brauchst. Wenn du mit den Geräten, ich sag mal, herkömmliche Dinge tust, dann ist es so, dass du meistens keinen großen Vorteil merkst, weil wir haben hier 8 Amperestunden, hier haben wir 5,5, aber nehmen wir an, das wäre jetzt ein 8er. Beide haben dieselbe Menge Energie gespeichert. Der Vorteil ist, wenn der hier warm wird, dann kann er dir einfach mehr Energie über einen längeren Zeitraum abgeben, weil die nicht verschwendet wird in Form von Hitze. Es gibt aber Anwendungen wie zum Beispiel, wenn du mit einer Tauchsäge durch sehr, sehr dickes Material, volles Material immer wieder durchsägst, dann hast du hier einfach mehr Schnitte. Ja? Weil es wird nicht so warm und der Akku hält länger durch. Und dafür ist er da. Macht total Sinn und ist also wirklich von der Technologie, also die Speerspitze, die man momentan haben kann, und hält und hält und hält und hält und hält. Wie das Duracell-Männchen. Genau, das Duracell-Männchen mit diesem Teil hier könnte, glaube ich, bis nach Mexiko und zurücklaufen. Das Thema hatten wir vorhin schon. Richtig. Ja. Das wärmen wir jetzt noch nicht wieder auf, sondern haben wir noch eine Frage? Nein. Okay. Dann für euch erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schaut euch gerne die Angebote nochmal an. Beim nächsten Mal bitte mehr Fragen stellen. Ja. Ja. Und wir sehen uns in Kürze wieder zur Werkzeugfrage live. Mal gucken, was für Werkzeug wir nehmen. Oder machen wir mal eine offene Sendung. Wer weiß, werden wir dann sehen. Wie gesagt, die Angebote sind noch da. Bis Montag 23.59 Uhr, solange der Vorrat reicht. GT-Pro ist der Code. Ganz viel ist Pro-Deal-fähig. Ja. Und wenn ihr jetzt nicht zuschlagt, denkt dran, demnächst kommt der neue Pro-Deal, über den ich glaube ich noch nicht sprechen darf. Nee. Aber dazu wird es ein Video geben. Genau. Video kommt und zwar genau am 1.5. Genau. Und solange können wir noch sagen? Wer doch du der Held in deiner Werkstatt. Nein. Das ist bei mir so drin. Ja. Also für euch ran ans Werkzeug, ran an den Prode, ran an das Bosch Pro Weekend und bis zum nächsten Mal. Richtig. Bis dann. Ciao. Aber wir sollen noch weiterreden, hat er gesagt. Was? Wir sollen weiterreden. Immer weiterreden. Weiterreden ist gut.